Okay. Ich glaube, hat. Fleshwalker. Tongue Talker. Habe ich mit dir aussehen eigentlich angeklickt? Du siehst ja wild aus. Reach into memory. Tell me of home. Dein Herz mit Erinnerungen an deinen liebsten Orte füllen, dir das Ufer des Chiontar grün und fruchtbar vor, geistige Aufrufung an belebten Marktplatz der Stadt denken, die Weite. Zu Hause wird Liebe, Licht und Lachen und ein warmer Herz schadet auch nie. Halbling, wir sind mehr Halbling als Baldur. Reveals its own home in reply. A humid cove filled with decaying myconid corpses. Lecker Schmecker, danke dafür. Destroyed my people. I am a sovereign with no circle. Der ist auch ein König. Does not welcome me. But I have heard the song. Ach, du hast du mich wahrscheinlich hier angesprochen. Was, wir können dich mitnehmen als Partymitglied? Jo, das habe ich nicht erwartet. Oh, ich bin, könnt ihr euch denn nützlich machen? In death, your foe becomes your ally. I will raise it. You may command it. Der ist ein Nekromant. Der beschwört die Toten und wir kommandieren es. Nekropilz, genau. Okay, dann komm mit. And I will follow. Aber sobald wir nach oben gehen, mag das nicht mehr. Okay, kommt der einfach. Oh ja, der kommt einfach so mit. Cool, der ist kein Partymitglied, das ist einfach ein Sidekick, nenne ich jetzt mal. Das, was wir grüßen, ja. Aber das ist ja cool. Ich meine, mehr Hilfe. Dürfen halt nur nicht aus der Underdark rausgehen, das habe ich jetzt schon mitbekommen. Hier sieht richtig aus und dann rechts abbiegen, würde ich sagen. Ich rufe mal, sobald wir ans Tageslicht gehen, sagte, hey, hier fühle ich mich nicht wohl, tschüss. War das gerade mit Scarlet Rod? Ne, Cleanse Rod reden die immer, aber ja, das geht in die ähnliche Richtung. Irgendwie so richtig dunkelsichtig fühle ich mich nicht, bin ich ehrlich. Da ich jetzt einen Ring habe, der mir eigentlich Dunkelsicht geben sollte. Der Träger kann in der Dunkelheit bis zu 12 Meter weit sehen. Das fühlt sich nicht so an. Bin ich ehrlich. Es fühlt sich sehr an, als wäre der Ring gebuggt, weil es ändert sich auch nichts in der Helligkeit hier. Und keiner von meinen Leuten hat Dunkelsicht. Das ist ein bisschen wasted gewesen. Oder das ist nur spieltechnisch Dunkelsicht. Also auf Wahrnehmungswürfe, glaube ich, in der Dunkelheit. So. Oh Gott, das sieht jetzt schon schlimm aus. Wimmelpilz, ein tiefes Loch. Mich raten, damit kommen wir nach unten. Irgendwo hin. Kann ich das untersuchen, bevor ich irgendwo hingehe? Verwenden kann ich das nur direkt. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das verwenden kann. Ah, Landhai war. Würde ich ja dann vermuten. Landhai 2.0? Susurbrüte, die macht diese Schreckenssenke. Explodiert ihr wieder? Moment, wir wollen glaube ich ein Stück zurückgehen.
Für den Fall, dass er wieder Boom macht. Komm ich nicht runter, ne? Nee. Sonderling Pilzfreund, Kalachas inspiriert. Aha. Schädliche Dämpfe, die werden safe explodiert, wenn wir da in die Nähe gegangen wären. Dass sich das inspiriert, Kalach, finde ich schräg. Finde ich ein bisschen schräg, bin ich ehrlich. Aber jetzt geht er nicht weg oder was? Jetzt bleibt er für immer da? Nee. Da ist noch eins. Schädliche Dämpfe. Aber die gehen doch wieder weg, oder? Sag mir nicht, die bleiben die ganze Zeit da. Weil ich die Pilze kaputt gemacht habe, dann wird das eine ganz schön dumme Idee gewesen, was ich hier getan habe. Ich wollte doch daran. Abgetrennter Arm, Wimmelpilz. Springen? Ich muss hier oben rumlaufen. Ah ja, geht doch. Muss ein bisschen warten. Nur ein bisschen mehr warten. Antimagische Susserblüteneffekt. My magic is getting drained. Ha! Danke, da kam gerade was. Diese strahlende blaue Susserblüte verströmt honigsüßen Duft. Setzt man sich in Sonnenlicht aus, wandelt der Duft sich in Gestank und verschwindet dann völlig. Ist das eine Aktion, wenn ich das jemandem gebe? Oder einfach fallen lassen? Wer kämpft denn jetzt gegen uns? Hakenschrecken. Hallo, I guess. Antimagische Susserblütenfeld. So. Du kannst deswegen nicht Magie machen. Spannend. Keine Ahnung, ob ich irgendwas casten will. Ich glaube, ich komme nicht ganz ran, ne, weil ich jetzt weggelaufen bin zu weit. Dödödödüm. Piu piu. Würde ich sagen. Haben wir hier einfach mal ein bisschen was gegeben. So, gleich können wir hier auch nochmal machen. Erhöhte Position. Kritischer Fehlschlag. Hallihallo und guten Morgen. Lumi Schlumi. 11:07, habe ich dich heute wieder zu sehr geweckt? Verdammt, bin ich jetzt wieder reingelaufen? Ich glaube nicht, nee, bin ich nicht. Heating up. Soldier. So, jetzt könntest du das machen. Und jetzt noch den Angriff. Let's go! Rücksichtsloser Angriff fehlgeschlagen. Der Reroll hat's auch nicht gebracht, ne? Sind wir ehrlich. Echos im Dunkeln, Verstärkung rufen. Doch. Hab ich jetzt schon keine Lust. Hallöchen-Puppe, würde ich sagen. Okay. Dann Hallöchen-Puppe. Das ist eine Stufe 2 Cast, aber der bringt mir schon häufig sehr, sehr viel. Deswegen. Halt. Hast du welche Resistenzen? Nee. Sonst geht's so 15. Spirituelle Waffe. Cast. Das ist eigentlich eine sehr hohe Rüstungsstatus, deswegen schütze ich mich auf jeden Fall mit ran.
Das war nur eine Bonusaktion. Aha, hauen. Batz. Ja, na dann, Finte, let's go, Futter. Our illustrious champion returns. Welcome home. Welcome home. Da ist er. Let's go, Vorteil. Dankeschön für den Twitch Prime. 20 Monate. Sub. Danke, danke. So, wir wollen direkt noch eine Runde. Stoßangriff, Nahkampf. Ich verwende den Überlegenheitswürfel. Dann fliegt der runter. Will ich aber, glaube ich, gar nicht, oder? Ah, warum nicht? Probier mal. Das ging eh schief. Hup. Dahin. Und jetzt die Frage, was machen wir denn? Die Dolchwolke ist wahrscheinlich schon... Kann ich die jetzt hier so ziehen, dass es nur ihn trifft? Ja, ne? Kann ich. Easy. Batz. So, da haben wir ihn schon auf Hälfte. Rücksichtsloser Angriff. Haben wir den auch so? Ne. Haben wir rücksichtsloser Angriff. Vorteil ist schon super. Support ist in the house. Yay. Aber Lumi, diesmal kann ich die nicht mitspielen lassen, leider. Hau ihn. Nice. Schön 16 ins Gesicht. Finde ich eine gute Option. Aua. Wächter. Nochmal hauen. Oh, what? Du blutest. Das ist ja unangenehm. Das ist nur 60% Hit. Sogar die Flamme ist besser. Gleißende Damage macht wohl mehr Stuff. Lenkendes Geschoss, 60. Das ist halt alles nicht so viel, ne? Sind wir jetzt mal ehrlich. Das alles nicht so viel. Wappenfernkampf. Verbrauchst du nicht mehr deine Lebensrate? Wirfst zweimal Fernkampfschaden und verwendest das höhere Ergebnis. Ja, aber Fernkampf ist trotzdem beschissen. Auf ihr. Die trifft halt nicht so gut. Ich würde sagen, wir müssen mal Wunden heilen auf dich selber. Dann hast du nämlich eh nur eine Bonusaktion. Bleiben wir lieber stehen. Überlegenheitswürfe, Vorteil 4. Ach, der hat nur noch 12, jetzt los. Ach, dammit. Hätte ich vielleicht gar nicht so viel gebraucht an Ressourcen, die ich benutzt habe. Dammit. Vielleicht hätte ich doch so viele Ressourcen gebraucht. Komm schon, 60, einfach nur ein Hit. Jawohl. Was bist denn du für ein Viech? Ein Hakenschrecken. Du hast doch Unterstützung eigentlich gecallt. Der Einzige, der es tragen könnte, ist Kalach. Oh, 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 oh. Explodiert halt einfach doch. Wenn ich da in die Nähe laufe. Deswegen... Batz! Muss über alle plätten. Damit die dann auch ablaufen. Also Lumi bis 13 Uhr ungefähr ist der Plan. Moment, ich habe ja hier sogar noch das. Muss ich dafür... Das mache ich als Ritual. Vertrauten rufen. Au! Was? Wann habe ich das denn bekommen? Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Dass ich Doggy als Vertrauten habe. Ja. Irgendwie an mir vorbeigegangen. So, let's go nach unten. Wir wollen erstmal den Pilzsammler redden. Und hoffen, dass uns das nicht alles andere kaputt macht. Hier soll der sein, ja?
Lolfs Kerze. Ach du Scheiße. Gefällt mir doch jetzt schon nicht. Da ist eine Fackel. Da ist der Typ, den wir suchen. Kann man sich hier durchschleichen? Wenn ich jetzt C drücke? Hey, ich hab gesagt, du sollst nicht mitkommen. Okay, der kommt immer mit. Nee. Kratzer? Was machst du? Kratzer hat mir jetzt angezeigt, dass da jemand ist, oder was? Finde ich das richtig? Das ist ja cool. Ich brauche den Rucksack. Du kommst halt immer mit, ne? Du bist halt auch ein Pilz. Oh, oh. Ne. Stop! Bibberbang! You recognize the name. Bibberbang. A mushroom that releases dangerous spores. Ja, da liegt eine Fackel rum, das ist das Problem. Hier könnte ich doch sicher an ein paar Pilzen vorbeischlängeln. Please, you help. Ja, wie denn? Escape! My bag, please! I've dropped it somewhere! Ja, wo der weiß ich, wo der ist. Den habe ich schon gesehen. Thank you. Carlos ist wieder einverstanden. Dies aber dafür, die Leute. Bitte. Okay, wir sollten nicht. Hallo? Achso, so. Wir sollten nicht unsere Fackel draußen haben. Ich hatte doch mal eine Mage-Hand. So, wir speichern mal, bevor wir irgendwas kaputt machen. Kann ich mit der Mage-Hand nicht die verdammte Fackel einfach nur aufheben? Ich wollte nur sagen, das ist bis um 1 ungefähr, denke ich. Dann machen wir was wieder zusammen. Wenn ich die Fackel aufhebe. Fackel aufhebe, sollte es doch. Kannst du diese Fackel woanders hin tun? Ja, dahin. Dahin. Dann sollte es sich nämlich auch nicht mehr entzünden, wenn es Boom macht. Oder? Das hier so, so weit zur Seite tun, wie geht. Hätte ich jetzt gedacht. Und wo ist der blöde. Ich hatte ihn doch irgendwo schon gesehen. Hier, da. Die Mädchen haben geholfen. God. I can finally breathe. Ich muss nicht mehr schleichen. Rede doch mal mit dem. Hallo. Right. What were you saying? Was macht ihr da unten? I was looking for Dereth. She'll be worried sick. I must need to go. For you. Your trouble. Da. Schriftrolle Unsichtbarkeit habe ich bekommen. Okay. Wir haben den Dude gerettet, der ein Händler ist, anscheinend. Don't waste a step.
Leute, passt mal auf, was ihr da macht. Ich würde trotzdem gerne da drüben noch reinschauen eigentlich. Was bedeutet, wir müssen hier die ganzen Sachen plätten. Können wir jetzt auch, wenn jetzt keiner mehr drin steht. Dauert halt nur ein bisschen, ne? Immer ehrlich. Ne. Hier, der da. Die machen halt keine Kettenreaktion, das ist ein bisschen das Blöde. Kann ich nicht jetzt... Du hast doch was mit Feuer, oder? Das geht schneller. Habe ich gesehen, John. Ja, jetzt hat uns aber auch die komplette Underdark gehört. Und Lumi, das mit den Dateinamen, fragt Microsoft Entwickler. Ich habe keine Ahnung. Ist halt so. Ja, das ging schneller. Wir speichern mal. So, wir haben den Dude gerettet. Kratzers Fährte, was hast du gefunden? Aha. In die Richtung zeigst du mir an. Überleben fehlgeschlagen. Kratzers Fährte weg. Alle haben Überleben fehlgeschlagen. Ja, RIP. Er kann anscheinend Schätze aufspüren, wie ich das sehe. Würde ich sagen. Ich darf wahrscheinlich nicht einfach eine Schaufel benutzen, wo ich will. Was ist denn Lolfs Katze? Untersuchen. Kombiniere drei davon, um Vitriol zu erzeugen. Alchemistische Lösung und Bosheit-Trank. Aha. Können wir erstmal generell eine Katze hier anmachen. Dann nehmen wir halt Lolfs Katzen mit. Esmeralda Rot, nehmen wir auch noch mit. Da lass dich doch ein Halbling nicht dreimal sagen. Ein Ölbecher? Was ist denn ein Ölbecher? Ist der was wert? Boah. Ist okay. Die Kerze einsammeln. Ist noch eine Kerze und noch eine Kerze. Hallo. So, alles eingesammelt. Das sieht aus wie so ein kleiner Schrein hier in der Ecke, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, ich ist auch noch nicht alles erkundet. Still alive. That's progress. Wir brauchen mal nochmal Schattenherz. Mein Schattenherzchen. Ich genieße mal darüber. Oh. Ha? Jetzt. Danke. Man weiß ja nie. So, ich darf jetzt nicht einfach hier buddeln, vermute ich mal, ne? Wenn ich das Gefühl habe, hier wäre was. Weil Überleben einfach nicht geschafft. Hab ich einfach verkackt. Das ist die Fackel, die ich da oben hingelegt habe. Es wird hier hinten immer rumgeflirtscht. Ist hier noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Uns ist hier einfach nix. Okay. Ja, dann haben wir nur das Pilzfeld ein bisschen gereinigt. Katzers Fährte. Ist ja wieder die Fährte aufgenommen, ne? Und gibt an in die Richtung. Ja, es ist halt... Darf ich eine Schaufel einfach so benutzen? Dann müsste ich wissen, wo die Schaufel jetzt ist, ne? Schaufel? Kein Ergebnis. Werden die Schaufel von uns?
Wir hatten auf jeden Fall eine Schaufel. Come on, let's go. Keiner mehr eine Schaufel. Jetzt bin ich irritiert. Egal, ja, kratz das Pferd. Tut mir leid, Kratzer. Ich bin zu unfähig, um deine Fährte umzusetzen. Schön, dass du rumbellst. So. Ist die Frage, wo wir jetzt zurückgehen. Der ist übrigens super hübsch, dieser Baum hier. Wollen wir jetzt zurückgehen und mit den Leuten nochmal raiden? Wir müssen ja sowieso, doch, wir müssen sowieso durch die Siedlung und dann hier wieder runter, wahrscheinlich. Würde ich sagen. Ich habe wirklich alles geklippt? Habe ich das? Bei Dark Souls. Moment, du schneidest jetzt gerade dein Twitch-Special aus dem Jahr 2021? Es ist vielleicht ein bisschen spät. Oder nicht? So, lass mit dem Tier reden. Ist das happy? Master is back. Good. Miss him. Sehr schön. Wir reden mal mit dir. Servus, wir haben dich gerettet. Was geht denn ab? My friend, Bibberbank. Curious. Beautiful. But dangerous. Next time. More careful next time. For certain. Thank you. For your help. Lumi, du musst übrigens ja nicht alle Clips reinnehmen, wenn du irgendwie das Gefühl hast, die doppeln sich dann irgendwann oder sowas. Wie seid ihr überhaupt reingeraten? I think I, anyway, what were you saying? Wie sind wir, ich hab mich auch gefragt, wie seid ihr drin gelandet? Noble stock. Yes. Derek needs noble stock. Mushroom. Good stuff. And the ledge. Yes. I was on a ledge. Crumbled to bits. And I tumbled down. Alter, ist der ein Typ. Da muss man ja ein Dechiffriergerät benutzen. Ihr müsst die Pilze über alles lieben, wenn ihr euch dafür so ganz unterreich wagt. Was ist Edelstein eigentlich? Powerful. Dirith wants it for a brew. He's very good, my Dirith. Very good at a brew. Okay, macht wohl gute Tränke. Ihr liebt alles lieben, wenn ihr euch dafür so ganz unterreich wagt. The shop needs all we find. Bone cloaks. Baldur's Gate. Anything from... Anything sourced here. Very high rate of profit. Geht's euch cool, dass ich schnell durcheinander bringe? My words get away from me. You'll have to ask Dirith. She knows the ins and outs. Okay. Alles klar. Und du bist also ein Händler, ja, angeblich. Look at that. Got my useless old man back. I suppose that's your doing. Ja. His hands are empty as a hole. We'll have to send him back out soon enough. Es ist ein Wunder, dass er überlebt hat. Ihr sollt ihn nach Hause bringen. Zwischen euch herrscht wohl keine große Liebe. So, das ist geklärt. Nun sag mir, was ihr wirklich hier unten wollt. Collecting noble stock. Valuable mushroom. Das hat er uns auch gesagt. The locals go mad for it. Wieso ist das so kostbar? Nearly nothing it can't cure. Blindness, poison, hair loss. Holy. Könnte er Balins Gedächtnisverlust heilen? Probably. But Balin in his right mind wasn't worth half a half of noble stock. I know him better than anyone. Got the scars to prove it. Okay. Hat ihren Ehemann wieder, sonderliche glückliche Wiederbegegnung war. Wir haben, du erhältst Handschuhe des unbefangenen Kushigo. Der Träger bewirkt zunächst 1d4 Schaden mit Wurfangriffen und mit Angriffen, die mit improvisierten Waffen durchgeführt werden. Okay. What?
What? Bibberbank. Might as well go myself. It was Bibberbank. Okay. Whatever floats your boat. So, ich drücke die ganze Zeit N anstatt M. Ich weiß nicht genau, ob wir hier runterkommen. Gucken wir mal, ob wir da runterkommen. Springen schon, oder? Mit Springen kommen wir auf jeden Fall dahin. Und es könnte ein bisschen... Wobei, nee, du kannst ja einfach runterlaufen. Bulli-Wuck-Trompeter. Und hier ist wieder Kriegsgebiet. Öl der Präzision. Karlach. Plus 2 auf Hit. Wimmelpilz, Giftspore. Giftspore müssen wir halt werfen, ne? Heruntergekommenes Dorf. Frage ist, wollen wir jetzt mit denen reden gehen oder wollen wir die einfach direkt wegbamsen? Irgendwie ging es auch noch hier oben lang, oder? Komme ich denn hier hin, wenn ich denn hier oben lang laufe? Alright. What now? Du. Ach, wieder der blöde Landhai oder was? Wurde einfach alle niedergeschlagen. Schreckenssenke. Da war gerade was. Hakenschrecken. Den haben wir vorhin schon platt gemacht. Der ist nicht so schlimm. Will ich jetzt mal behaupten. Oder war das der gerade wieder? Außer wenn es halt mehrere sind. Einer alleine ist auf jeden Fall machbar. Wird gespeichert. Oh no. Wird gespeichert ist immer ein schlechtes Zeichen. Rundenbasierten Modus aktiviert. Ich gehe hier hin. Und ich möchte bitte das ausrüsten. Du sollst bitte den Nahkampf benutzen. So. Und wir verteilen uns hier schon mal um das Vieh, wenn das wieder das Ding ist, was ich denke. Ja, vielleicht lieber nicht so nah ran. Beschwörung aufgeben. Oh. Ja, Servus. Hä? Was ist denn falsch bei dir? Lauf da hin. Warum bist du überhaupt hier hinten hängen geblieben? Das ist ja absolute Kacke. Da ist er, aber er hat sich ein bisschen geheilt. Oh shit. Au! Ich hab 2 HP! Ach du Scheiße. Wenn du wärst nicht im Kampf? Ah ne, ich bin einfach nur hier hinten dran, weil ich. Ach du Scheiße! Ja. On the move. Wunden heilen? Geht das auf die Entfernung? Nicht genug Bewegungsrate. Fuck. Teil ist meines absoluten Beistands. Ach, das ist nur auf mich? Fertig. Time to strike. So, jetzt ist die Frage. Stimme vorwärts und greife an, möglicherweise im Gleichgewicht bringen. Ich vermute mal, wir bringen ihn nicht aus dem Gleichgewicht. Doch. Dann können wir ihn nochmal versuchen festzubinden, was wahrscheinlich nicht passiert. Doch, nice. Kurze Rast. Keine kurze Rast, kein zweiter. Fuck yes, das ist mal eine Ansage. Let's go. So. Rücksichtsloser Angriff. Bam! Ach du Scheiße.
Rettungsruf gefesselt. So, jetzt würde ich mich gerne rausziehen. Und noch. Ah, ich habe keine Aktion mehr dafür, ne? Ich brauche eine Bonusaktion dafür. Ja. Dann halt, das hilft nicht. Haben wir noch einen Segen? Wir haben noch einen Segen, ne? Abbild beschwören. Drei Illusionen sind deine Angriffe. Was? Lenke deinen Gegner mit einer Illusion ab. Im Abstand von bis zu 3 Meter von der Illusion sind deine Angriffe und die dann verbinden Vorteil. Nice. Und Kampfhammer auf die andere Seite. So. Wir haben Vorteil. Ich würde sagen, wir nehmen ein Präzisionsding. Und dann verbrauchen wir direkt 2 Überlegenheitswürfe, ne? Wir haben eh schon Vorteil. Dann Batz. Aus dem Gleichgewicht ist damit weg. Oh. Das ist aber ungünstig. So, wollen wir ihn aufschlitzen? 50. Wir haben keinen Vorteil mehr. Doch, wir haben eh Vorteil, ne? Dann versuchen wir ihn mal aufzuschlitzen. Nice. Aber der Rüstungswurf ist ihm gelungen. Für aufschlitzen. Wächter. Wenn Lazelle gebissen wird, wird zugehauen. Sowas von so. Jetzt erstmal einen Heiltrank süffeln. Und dann. Intelligent muss mindestens 15. Das ist nicht intelligent genug für die Scheiße. Für das Gelächter. Irr! 50%. Ich glaube, das sind alles 50%, oder? Schwächestrahl. Ja. Melfs Acid Arrow. Bei Melfs Acid Arrow habe ich, glaube ich, das Problem, dass da genau unten drunter was gelegt wird. Nice, der hat gehittet. Das heißt, ich habe Blitzbombs für nächste Runde. Ich sollte aber jetzt hier nicht in das Säurequatsch treten. Das ist nur unter dem Ziel, ne? Wenn ich das gerade richtig sehe. So, ja, ich glaube, wir hauen einfach mal zu hier, ne? Ja, das ist weniger Hit-Chance. Hauen wir ihn mal. Ach, komm schon. Komm schon, Schattenherz, das geht besser. Wir hatten sogar Vorteil da. Da haben wir keinen Vorteil mehr. Du machst mal durchschnaufen. Yes. Hohe Verteidigung, Abbild beschwören. Nope. Wenn ich jetzt weglaufe, kriege ich einen Absetzangriff. Ich habe noch Vorteil. Waffenverzauberung, Abbild beschwören, daher habe ich Vorteil. Deswegen haust du einfach zu. Rücksichtsloser Angriff. Hat eine 16 gewonnen, braucht eine 17. Rücksichtsloser Angriff? Trotzdem Fehlschlag. Sollte vielleicht das Öl der Schärfe benutzen. Ach, jetzt haut er wieder ab, ne? Das ist ein bisschen nervig. Ich mach mal eine kurze Rast, wenn wir eh so viel. Viel verloren haben. Man den nicht dead kriegt, ne? Diese komische Waffe hat, glaube ich, nicht einmal angegriffen. Nicht einmal angegriffen. Oh, Grabstein. The rock under your feet juts upwards, forming a perfectly engraved tombstone with a small epitaph. In memory of Myrna, a shining light in this dark world, may you forever gaze upon the lake you love to play in. Das Grab ausheben, nee, please no. Fang jetzt nicht an, hier Gräber auszuheben. Da gibt's keinen Grund für, glaube ich. Schurkenmurch, da kann ich, glaube ich, da hochklettern.
Also, da war das Ding wieder. Ha. Huh. Oh, ich hab uns gespottet. Oh oh. Mit beides zusammen? Beides zusammen wird eklig. Das kann ich mir jetzt schon denken. Spiegelbilder, zweiter Grad. Die Spiegelbilder sind halt schon sehr, sehr stark, ne? Weil es so eine hohe Rüstungsklasse erzeugt. What? Filro, der Vergessene? Wer bist du denn? Temporäre Trefferpunkte? Hypnotisiert. Kann sich nicht bewegen und keine Aktion, Bonusaktion oder Reaktion ausführen. Der Zustand wird entfernt, wenn er Schaden erlitten oder Hilfe erhalten hat. Helfen. Komme ich natürlich jetzt nicht hoch zu dem Dude. Jetzt geht's hier. Moment, die Kämpfer. Der kämpft gegen den. Der Landheim mag die nicht, okay. So, du hilfst mal unserem Beschwörer. Achso, da komme ich hoch, weil hier ist ein Kletterding, ne? Kletter mal da hoch. Karlach, du machst jetzt Filo den Vergessenen platt. Diese Runde noch nicht, aber nächste Runde. Bei dir bin ich nicht sicher, doch du sollst wahrscheinlich auch da hochklettern. Einfach nur für den Vorteil auf die Attacks. Für den Höhenvorteil. Hier, erhöhte Position. Boom! Schön 8er Damage ins Gesicht. Fertig. Oh. Und der springt auch da runter auf den Landteil. Finde ich gut. Mach den Landteil platt für mich. Der hat sogar noch eine reduzierten Armor. Wegen meinem Säurepfeil. Können sie ihn schön ins Gesicht hauen. Oh, der spurtet? Are you sure about that? Alter, die Doppelhitzen. Das ist übel. Rettungsruf gelungen. Verstärkung rufen. Da bin ich jetzt irgendwie dagegen. Da bin ich irgendwie sehr dagegen, dass du jetzt Verstärkung rufst. Ich glaube, ich werde aber die Abbild beschwören Klassenaktion. Ist einfach nur eine Klassenaktion. Reicht mir. Vision auf Abbild. Oh. Jetzt hat er einfach das Abbild kaputt gemacht, so. Nice. So. Aber ich kann den keinen Debuff geben, so richtig, ne? Achso, ich habe die Bonusaktion gegen Aktion getauscht. Das war vielleicht gar nicht so smart, weil dann kann ich das Fesseln natürlich nicht wirken. Das kostet mich ja nichts, das Aufschlitzen, oder? Außer einer Aktion. Ja. Dann. Und er blutet. Sehr schön. Die sind gerade beschäftigt da. Nice. So, Mr. Magier. Erbe, Sengendes hervorrufen. Alles auf einmal. 10. 80%. Hau drauf. Sengendes Niederstrecken. Bedroht im Nahkampf. So. Der hat auf jeden Fall sein halbes Leben gerade für die Aktion eingebüßt. Die Frage ist, will ich jetzt zuerst den machen? 80%? Ja, komm. Der brennt aber, glaube ich, 10 Runden lang. Ja, er kriegt 1d6 10 Runden lang Schaden. Das ist wahrscheinlich schon ziemlich dead, der Boy. Gehen wir mal hier vor. Oh, da ist wieder so ein Anti-Magie-Ding. Muss ein bisschen aufpassen mit. Ich könnte vielleicht hier meinen Dolchwolke hincasten nächste Runde. Wenn die eh alle dort rumkämpfen. Um den schönen Damage machen zu lassen. Sehr schön, nicht gehittet. Verstärkung rufen ist durch.
Kann ich hinter ihn gehen? Bin ich denn nicht am Flankieren? Flankieren haben sie, glaube ich, nicht umgesetzt, oder? Aber betäubt, schütternder Schlag wäre schon gut, wenn wir ihn treffen würden. Ja, versuchen es mal. Benommen, sehr schön. Benommen ist sehr gut. Einen hat er gekriegt, ja geil. Hör auf mich weg, hör auf Karlach wegzuschubsen, ich glaube es hackt. Ja, Finte, Vorteil, 84%. Hautruf. Sehr geil. Achso, dann müssen wir beides benutzen, Aktion und Bonusaktion, deswegen. Okay. Das sind gute Angriffe. Die hauen gut rein. So. Du brauchst ja keinen Bön fürs Angreifen. What? Hohe Verteidigung, Waffenverzauberung, drittes Spiegelbild. Der hat Spiegelbilder gewirkt, die Sau, ne? Kann ich aber spalten? Ist das nicht so ein AOE-Ding? Kurz wieder der Angriff. Yo. Er kriegt nur einen. Ne, er kriegt keinen D6 mehr. Warum ist mein Kampfrausch aus? Ich hoffe, das zählt noch, dass ich ihn erst hinterher angemacht habe, aber dass ich ihn verletzt habe. So. Krieg ich? Du bist. Ha. Ich will eigentlich nur den erstmal drin haben. Ich genug Bewegungspunkte. Ach, dammit. Kann ich das nicht von hier irgendwo sehen? Von da drüben? Wenn ich das dahin casten will. So, Dolchwolke, nice. Ich will mal ein bisschen Ausgleich schaffen, oder der geht eh weg. Damit wir hier durchlaufen. Der hat schon zweimal gekriegt. Ich weiß nicht, was Verstärkung rufen sein soll. Ich glaube, so viele Verstärkungen gibt es eh nicht mehr. 50%. Ist er nicht mehr benommen? Doch, benommen ist er noch. Was ist denn benommen eigentlich? Weisheitsrettungswürfel Nachteil kann keine Reaktion ausführen und verliert den Geschicklichkeitsbonus auf die Rüstungsklasse. Dann wäre ja heilige Flammen was Gutes, ne? 65%. Let's do this. Nice. Funktioniert. Haha. Haha. Karlach macht den ordentlich rund da oben. Hoffe ich. 60%. 84, komm schon. Fast tot. Oh oh. Rettungswurf gelungen, springen. Kritischer Treffer, aua. Das ist immer ganz schlecht. Und du brennst nicht mehr, das ist das Blödeste an dem ganzen Quatsch. Moment. Das ist eine Bonusaktion. Das ist eine normale Aktion. Plus 1 Schaden auf Angriffswürfe. So, benutzt. Rücksichtsloser Angriff. 64%. Okay. Der ist down. Und ihr geht immer mit hier hin. Du hilfst den beiden mal da unten, mein Nahkämpferlein. Dann hätte ich doch die Dolchwolke anders platzieren sollen, wahrscheinlich. Time to push my luck again. Aber ich müsste doch von hier alles sehen, oder? Moment, ich kann mit dem, glaube ich, von hier oben den töten. Dass er nicht mehr angreifen kann. Sehr schön. Der greift nicht mehr an. Ich glaube, viel mehr kann ich gerade nicht tun. So, wie gut geht's dir? Du könntest dich selber heilen für einen Wunden heilen. Ja, komm. Aber das ist halt eine ganze Aktion. Das ist halt nur eine Bonusaktion, das Trinken. Du nimmst die 16. Holy shit. Moment, wir haben keine. Wir haben keine Glaubenswaffe. No! Wir haben keine Glaubenswaffe geholt. Wir sind nicht so smart. 65. Lenkendes Geschoss, 36. Achso, weil das Fernkampf ist, im Nahkampf wird geendet. 60. Komm schon.
26, holy. Wenn das Wunden verursachen trifft, das haut rein. So, wir müssen mal dich noch schnell töten, bevor der letzte kommt. Wächter. Nice. Ich mag den Wächterstil von Karlach. Ja. Jetzt ist der da halt in der Dolchwolke dran, wa? Ich muss erstmal hinkommen irgendwie. Ich würde jetzt nicht da direkt durchrennen wollen. Auf der anderen Seite. Wenn wir hier so direkt davor uns stellen und dann einfach. Schuss. Kritischer Fehlschlag. Ach, scheiße. Könnte sein, dass jetzt ihr. Ihr Bumses ausgelaufen ist. Light on my feet. Light on my feet. 70%. Fehlschlag. Kann ich eigentlich. Ich habe keine Aktion mehr, das zu ändern, oder? Ja, brauche ich nämlich eine ganze Aktion, um das zu wechseln. Ja, der springt wieder, okay. Ach du Scheiße, jetzt wurde Crit gegen Schattenherz, ey. Das ist bitter. Sind wir ehrlich, das ist sehr bitter. Komm schon, versuche ihn festzumachen. Nope. Leider erfolgreich. Dafür kriegt er einen 10er Hit ins Gesicht. Du heilst dich selber. Weglaufen darfst du aber nicht. Aber Schattenherz hat ordentlich getankt, würde ich mal sagen. Rücksichtsloser Angriff. Nice. Hammer, schön platt gemacht. Sehr methodisch. Gut, Schattenherz hat ein bisschen ins Gesicht gekriegt. Ja. Speichern. Immer speichern nach erfolgreichen Kämpfen. So, halbgefressener Gnom. Holzkiste. Große Flasche. Ist mir zu wenig. Ja. Zerfledderte Schriftrolle. Eine zerfledderte Schriftrolle. Lesen. Eine unfertige Beschwörungsschriftrolle, auf der Bissspuren und Geifer zu sehen ist. Einige wurden sich noch entziffern. Scherin Xenzwelk, Magma. Ich vermute, hier will jemand Magma sich gönnen. Schöne gegrilltes Rippchen mitnehmen. Achso, Philo muss man noch looten. Ah jo, Philo war der vergessen, aber ja der hier, ne? Ein Beutelchen. Verschimmeltes Brot, ey. Wer will denn sowas? Schlafsack brauchen wir nicht. Fisch. Wo kommt denn der Fisch her? Hier unten in dem Bereich. So, Philo, gib mal dein Loot her. Was ist denn mit dir schief gelaufen? Gekritzelte Notizen. Lesen. Notizen. Beschützer, Wächter der Adamantschmiede, aus Magma entstanden, durch Magma zerstört. Heiß, Hammer. Wo? Darunter ist eine kleine Karte gezeichnet, auf der mehrere X-Markierungen zu sehen sind. Folgende Worte sind darunter gekritzelt. Doron weiß Bescheid. Oh. Something's guarding that forge, and it's weak to this hot hammer. Hm. Eiskristall. Das kann Karlach tragen. Was ist das? Kampfstab kann auch Karlach tragen. Das nehme ich. Egal wie lange du den Kristall hältst, er bleibt eiskalt. Dunkle Furchen durchziehen die Unter des Kristalls, wo er stets Eisen was? Wo er stets von Eisen berührt wurde. Ey. Gut, wir haben den Dingensbums gefunden. Wir können hier noch ein Stück weiter drauf. Hier noch so eine Blüte. Ich weiß nicht, was man mit den Blüten macht, außer dass sie halt. Ne? Sie sind halt da. Übrigens da auch nochmal speichern. Wir haben nämlich die Nachforschung-Roll geschafft, der anscheinend nicht so einfach war. Würde ich vermuten. Hakenschrecken. Der Landa ist wieder abgehauen, ne? Der hat sich wieder verzogen nach der Aktion, nach dem Fight hier. Wegpunkt erkundet. Knochenhaufen. Eine Gerze. Brauchen wir jetzt keine brennende Gerze.
Hier geht's irgendwie hoch. Oder auch nicht. Doch, hier geht's. Okay, hier geht's da hoch. Nee, vergiss es. Halt, stopp, stopp, zurück. Brauchen wir nicht. Gibt's lustige blühende. Oh, ist dieser. Lol, das ist einfach die andere Seite vom Hakenschrecken, die wir schon gemacht haben. Das ist einfach exakt die andere Seite. Ja. Da oben war das. Dann würde ich sagen, haben wir die Seite hier ein bisschen geklärt. Jetzt haben wir halt da unten die Draugr-Pläden. Ne, ich will keine Markierung setzen, danke. Moment, gab es einen Teleport zurück an den Anfang? An den Außenposten gab es einen Teleport, wo wir dann hier raus sind zu den Dudes. Ich glaube, da würde ich jetzt gerne nochmal hin mit der Zeichnung. Weil wir doch hier die Dudes noch rumstehen hatten, oder sind die abgehauen? Die Dudes und Dudettes. Never a dull moment. Wo ist Pilzonkel? Stimmt, Pilzonkel ist abgehauen. Weiß ich nicht. Ich habe, glaube ich, gerastet oder sowas. Okay, die sind abgehauen hier. Das ist ein guter Punkt, wo Pilzonkel ist. Der ist einfach weg. Der war auch im Kampf nicht dabei. Keine Ahnung. Bin irgendwo hängen gelassen, anscheinend. Bin wohl in die falschen Richtungen gelaufen. Kratzers Fährte. Ach, schon wieder. Ha? Das ist doch da zum Ausbuddeln. Ich probiere mal aus, was jetzt passiert, wenn ich hier das Grab ausbuddel. In memory of Myrna. Das Grab ausheben. Mal sehen, was da passiert. As you dig, you slowly expose the skeletal remains of a large dog wearing a chunky leather collar. Strange collar. It's got runes all over it. Definitely magic. Though I wonder what they mean. Hab ich jetzt ein Halsband bekommen? Nee. Hundehalsband. Strange color. It's got runes all over it. Definitely magic. Hundehalsband. I wonder what they mean. Groß als Hundehalsband aus Leder an einer Plakette ist der Name Myrna eingraviert, umgeben von zahlreichen unleserlichen Runen. Aber jetzt doch ausgehoben, das Grab. Ich dachte. Das ist denn der See, den die meinen, ne? Ah, da ist Pilzonkel, guck mal. I want to have a word. It is time. We take death. Glut in deine Gruppe einladen. Jetzt ist er wieder da. Guck mal. Der ist irgendwie nur hier hängen geblieben nach dem Kampf, der hier stattgefunden hat. Der ist irgendwie nicht das Schlauste, was Laufen angeht, habe ich so das Gefühl. So insgesamt. Cloud-Spiel schon wird synchronisiert. Ja, spannend. Synchronisiere den Cloud-Spiel schon. So, da waren wir schon. Aber ich glaube, in so eine Fight will ich schon mit möglichst viel gehen, deswegen machen wir nochmal eine kurze Rast. Yes, Battle awaits. Das sieht stark danach aus, ja. Alle haben die Wahrnehmung fehlgeschlagen. Ja, scheiße. Oh. What? Geck! Got someone sneaking up on us. Schwichtig die Hände hochhalten. You got a bloody Rottwerfer Company? Must have let it get in your head. My axe will fix that in no time. Oh shit. Tote beleben? Conquered. Ähm.
Ja, kann ich kurz mit dir? Verwundeter Strahl. Kostet mich das was? Nee, kostet mich nix. Wenn ich das hier auswähle, blinkt nämlich mein... Ach nee, Moment. Wenn ich das hier auswähle, blinkt mein Zauberslot. Wenn ich das hier auswähle, nicht. Strahl der Furcht. Na dann. Verwundeter Strahl. Rettung auf Lungen, verwundeter Strahl. Das ist natürlich schade. Der hat einfach Untot. Wiederbelebte Leiche, Alter. What the fuck? Ich hab doch einen Arsch offen. Der kommt leider gerade nicht hin. Dann ist der Dude aber dran. Wenn ich will, dass Kratzer mitkämpft. Darf ich ihn nicht vorne hinstellen, weil sonst wird wahrscheinlich eher angegriffen und rausgenommen. Kommt man hier hoch? Man kommt hier hoch. Kratzer, du gehst mal in die Richtung. Du hältst mir den Rücken frei. Weil die Leiche kommt wahrscheinlich gleich hochgejuckelt. Au! 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 Oh, fuck! Der Souverän ist fast dead. Nur so kurz zum Festhalten. Die temporären Trefferpunkte sind down. Heilige Flamme? Schlecht. Feuer? Besser. Normale Fernkampfangriff am besten. Pfeil des Untotentöters. Untotentöter. Pfeil angreifen, magische Dunkelhand. Schuss hier 5 Meter zurück. Also, wenn ich den rauskick aus dem spielbaren Bereich. Schade. War ein Versuch. Bahnversuch. Rücksichtsloser Angriff. Let's go. Hab keine Kampfrauschladung mehr. Shit. Ist natürlich blöd. Hüpf. Ich dachte eigentlich, du gehst dann da hin und haust den von da. Slap! Ach, dammit. Wobei, das nützt mir gar nicht so viel. Da brauche ich, glaube ich, keinen Überlegenheitswürfel benutzen. What? Wo kommst du denn her? Okay, das war anscheinend mein Wahrnehmungswurf. Da ist Luffy weg. Okay, den kann ich gar nicht steuern. Aber ich glaube, Blut ist down. Er ist fast down. Ja. Auf mir ist Stille, ne? Moment, der war's. 30%. Ach, fuck you. Dann werfe ich doch mal hier was ins Gesicht. Rettungswurf Stille geschafft. Ach, fuck it. Moment, komme ich da raus? Fast. Nächste Runde komme ich da raus. Die Stille ist nicht auf mir, sondern nur auf dem Punkt auf dem Boden. Okay. Nee, du sollst eigentlich Nahkampf nehmen. Und ihn jetzt kaputt prügeln gehen. Konzentration verlieren. Zeichen des Jägers. Guck mal einer an. Ja, bei dir können wir einfach rückloses Angriff machen, weil wir können ja sowieso immer. Let's go. Batz. Immer noch. Ach, ja, weil ich nicht kann. Ich glaube, das reicht auch, den so anzugreifen. Und das Spiel so. Nee. Niemals. Dann Knauf schlagen wir dich halt jetzt. Ach, auch nicht. Okay, Tatendrang, noch ein Versuch.
Geh doch. Gag, dauerige Sklavenjäger, magische Rüstung, Magierrüstung, okay. Zu beenden. Die hat nämlich die schwere Rüstung, die höchste Basisrüstungsklasse von allen. Was? Leuchtender Edelstein macht irgendwas? Aua! Der hat mir gerade 15 ins Gesicht gedrückt. Blindheit auf Schattenherz. Ach, komm schon. Trink. Drink that shit. Das so genanntes Flüstern oder Hexenpfeil? Ich glaube, falls wir noch mehr hochkommen, machen wir das mal dahin. Und gehen aus der Sichtweite. Jetzt ist der aber nicht mehr im Kampf. Hä? Der läuft hier jetzt einfach so rum und kämpft nicht mit. Habe ich irgendwas verpasst? Er ist auch fast tot, aber er chillt jetzt hier einfach. Oh, ich habe lenkendes Geschoss auf mir, das ist natürlich eklig. Das ist natürlich eklig. 72, 56. Nachteil 72%. Slap him. Okay, da habe ich schon krassere Würfel von dir gesehen. Wenn ich jetzt weglaufe, kriege ich einen Gelegenheitsangriff, ne? Also ich benutze Nebelschritt. Dann stelle ich den hier hin. Hallo. Wie du hier nicht einfach so rauskommst. Hau ihn! Das hat echt ein HP, ne? Hier. Und der Hit trifft nicht. Verdammte Kacke. Novize Garmor. Konzentration Unsichtbarkeit. Achso, deswegen sehe ich ihn nicht. Das war heftig. Ach, deswegen war er im Nachteil, ne? Wegen Blindheit. Ich kann dich aber theoretisch runterschubsen, oder? Ich komme nicht so weit. Aber schubsen ist doch. Ich bin nicht so gut im Athletik. Glaub. Wir haben sowieso die falsche Ausrüstung wieder. In jedem Kampf haben wir nicht unseren Zauberfunkler ausrüsten. Und dann können wir eh nichts mehr machen. Alles klar bei euch da drüben? So, you slap him. Danke. Dann springen wir so weit, wie wir können. Und dann laufen wir eigentlich, war meine Idee, aber wir können nicht weiterlaufen, glaube ich. Können wir. Hä? Wir können mich jetzt frei bewegen. Ich habe das Gefühl, das Spiel buggt gerade ein bisschen. Ich habe jetzt wieder anzeigen, wie weit wir gehen dürfen. Wo ist denn der Dude hin? Okay. Hat wohl nicht so funktioniert, wie ich mir das dachte. Wenn man springt, kommt man weiter, habe ich gehört. Kommt man. Kommt man wirklich? Das ist ja voll gemein. Also für euch, nicht für mich. Hier kommt noch jemand hoch. Kritischer Treffer, Blutung?
What? Der hat ihn bis da runtergeschoben. Oh. Ich fürchte, ich habe hier ein Problem, wenn die da unten vor sich hinstirbt. Der Körper dieses Gefährten ist. Der Körper dieses Gefährten ist fort. Seine Seele ist jedoch da, noch da unten, kann wieder. Uff. Another fight. Uff. What's the plan? Knees high. Okay, wenn ihr so einen Scheiß macht, kann ich das aber doch aber auch, oder? Athletisch erfolgreich? Wie, der ist jetzt nicht geflogen, weil er... Das ist nicht euer Scheiß ernst, oder? Ich ahne, wie das, wie der Kampf ausgeht und es ist nicht so gut für mich. Best be on my way. Bin ich ehrlich. Konzentration, Hexenfall. So. Abbild beschwören. Nicht genug Platz hier. So. Du brauchst noch einen Heiltrank für dich. Oh, der ist ein Barbar. Oh oh. Barbar mit Kampfrausch gegen Barbar ohne Kampfrausch. Ich sehe da einen Vorteil. Wächter. 12, 3, 1. Und vergiftet auch noch. Alter, what the fuck? Also da wäre schon ganz gut gewesen, Lezelle noch dabei zu haben. Bin ich ehrlich. Hexenfall. Auslösen. 1-1. Schwierig. Wahrscheinlich kann man die wirklich nur hier runterwerfen. Hä? Wer bist denn du? Achso, du bist das Abbild. Nicht möglich. Kann ich bewegen? Ziehung nicht erreichbar. Ich könnte ich bewegen. Nee, kann ich auch nicht. Warum bist du überhaupt dran? ...20%. Ja, geil. Ich habe keinen Zauber mehr und kein Heiltrank mehr. 75%, dass ich ihn einfach... Heilige Flamme, Segen der List, Resistenz, mit dem Bonus auf Rettungswürfe. Das ist eine Aktion. Göttliche Führung auf Attributswürfe. Komm schon, mach es. Yes. No! Ein HP wieder. Ach, ich hasse es. Nee, das ist es nicht. Vorbereiten. Beide, doch, das wäre, glaube ich, ganz gut, weil wir können drei Leute treffen, wenn wir Vorbereiten vorher machen. Und das ist ja nur eine Aktion. Bewegungsrate, let's go. Und wir treffen drei Leute. Kritische Treffer auf drei Leute. Yes! Half-Life. Half-Life, aber wir haben noch irgendwo einen Dude, ne? Wir haben noch irgendwo einen Dude. Und Lezelle, einer der wenigen, die sich gut selbst heilen kann, ist nicht mehr dabei. Was vergiftet? Es ist größer, also... Ich sehe ein Problem mit einer Person weniger. 1-1, schon wieder? Als ob. Oh Mann. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen, weil mein ganzer Frontline gleich down ist. Und ich habe keinen Zauberplatz mehr. Ich fürchte, wir werden das nochmal probieren müssen.
Also das war halt einer unserer Hauptcharaktere direkt verloren, unsere Tank-Charaktere. Ist ein großes Problem. Wie gesagt, kein Heilzauber mehr. Gedanken wahrnehmen nützt mir nix. Giftpfeil. Wieso schieße ich mich selber nicht treff? Was nicht ganz so easy ist. Gegen Untote hätte ich dort was, aber du bist zu nah bedroht. 75 Waffenverzögerung, Abbild beschwören. Novize Garmo, du bist ein Novize, du bist ja gar niemand Besonderes. Boah. Eins bis acht Holy Damage. Nee, ich bin einfach damit viel besser dran. Und jetzt kann ich theoretisch noch versuchen, jemanden zu schubsen, zu groß zum Stoßen und die anderen komme ich nicht ran. Ja, geil. Hopp. 70%. So, tschüss. Was war das? Traumaturgie, Einschüchterung, Auftreten, Vorteil. 88%. Wir haben sowieso schon Vorteil, 88%. Wir sollten, glaube ich, lieber das hier nehmen. Oder, nee, mehr Bereichsschaden können wir nicht. Da bin ich 5 bis 16. Das ist auch 5 bis 16. Okay, let's go. 1 bis 5. Ey, wir haben aber auch, der hat aber auch fucking Glück. Holy shit. Kritischer Fehlschlag. Uff. Das ist knapp hier alles. Aber der muss jetzt wieder hochrennen mit seinen 2 HP. Die ist ins Wasser geflogen, ne? Unser Lesel einfach. Körper ist einfach weg. Aua. I guess. Aber lieber auf mich als auf alle anderen. Kann ich noch mehr als 2 Damage machen? Hey, ist 5 Damage geworden. Wahnsinn. Wahnsinn. Es sind 5 geworden. Dich brauchen wir nicht. Ich habe kein AOE mehr. Ey. Das ist echt der Shit. Sei du mal benommen, bitte. Dankeschön. Ah ne, ist nicht benommen. Hat nur schon einen Hieb abgekriegt. Ist natürlich schlecht. Aber immer noch 88%. Einfach, let's do it. 9 Damage, ey. Die macht so konstant Damage. Aber leider ist der Heal ein bisschen problematisch. Oh, der kommt jetzt wieder ran. Sonst würde er spurten. Shit. Huhuhu. Und vergiftet und super wenig HP. Den haben wir, aber da sind halt noch super viele andere. Und ich habe halt keinen Zauberplatz mehr. Und meine Zaubertricks sind auch ziemlich am Sack. Und die hat keine Heilung mehr. Den werden wir nochmal wegschubsen müssen, denke ich. Ich glaube, ich kann Gift nicht abschütteln in irgendeiner Form. Von daher. Heilige Flamme. Weil das höhere Chance zu treffen. So, und die schubst mal wieder. Du kriegst nur ein Damage? Ach, scheiße. So, und jetzt haben wir halt keinen großen Gewinn. Ja, mal anders angreifen. Holy shit, die haut so fett zu. Fuck, sind Barbaren stark. Einfach nur für Attack. Wenn die halt aber nochmal gehittet wird, ist am Sack. Oder sie.
Blitzentladung 65%, 95%, damit der da raus ist, würde ich sagen. Wobei der ist das gefährlichere Ziel. Brennende Hände würde meine Leute mittreffen. Knochenkälte, nekrotisch. 55%, dass wir ihn lachend auf den Boden kriegen. Oder Strahl der Übelkeit. Moment, ich hatte doch hier noch so einen komischen. Ah ne, den Zauberstab habe ich nicht benutzt, ne? Doch da. Feuerschaden. Zu weit entfernt. Ja, zu weit entfernt? Ziel ist zu weit entfernt. Ich kann echt nur gerade so kurz vor mich schießen. Dann müsste ich da näher rangehen. Da würde ich aber eigentlich nicht näher, so viel näher rangehen. Ziel ist zu weit entfernt. Hä? Jetzt kommen wir langsam. Aha, so. So erwischen wir nur die beiden. Nicht genug Bewegungsrate. Da muss. Ach so, da muss ich aber außen rumlaufen. The fuck. Das ist ja absoluter Müll. Will ich Klingenband auf sie machen? Weil das ist, glaube ich, immer auf mich. Das kann ich, glaube ich, nicht auf sie machen. Moment, wir machen erstmal Karlach. Wir haben keinen Vorteil mehr, deswegen rücksichtsloser Angriff auf ihn. Let's go. Er ist fast tot, wir müssen ihn angreifen. Wir müssen ihn angreifen. Okay. Down. Ich glaube, wir haben jetzt nur noch die wiederbelebte Leiche. Die wir nochmal wegschubsen dürfen. Haha! Aber die kriegt ein Damage und kriegt ein HP zurück? Was denn das? Darf man am Fallschaden nicht sterben, oder was? Oh, Lizelle. Die muss ich einsammeln. Das ist der ganze Loot von ihr. Karlach. 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 Alles an Karlach senden. Moment, hätte ich nicht einfach eine Wiederbelebungsschriftrolle benutzen können, um sie zurückzuholen? Wait. Ich hab doch noch diese Wiederbelebungsschriftrollen. Wo ist denn dieses leuchtende... Hab ich keine? Alright, Karlach. It's go time. Ziel für Wiederbelebung auswählen. Nein. Keine Heilung möglich. Okay. Das Schicksal muss warten, Akolyt. Schicksal muss warten. XP. Okay, wir kriegen Inspiration anscheinend, wenn sie... Okay, spannend. Du hast auch noch genau ein HP. Alter, danach machen wir eine lange Rast, sag ich mal so, wie es ist. Ihr müsst mal aus dem Weg laufen hier. Ihr seid irgendwie alle... Ich habe noch eine Bonusaktion. Na gut, dann muss ich dann doch nicht aus dem Weg laufen. Du hast ein HP, du chillst einfach mal dort. So. Es müsste nur noch der Typ sein. Oh. Es ist nicht mehr nur noch der Typ. Yo. Hallo, Kinnings. Darf ich den übernehmen? Danke. Dann gehe ich hier mal einen Schritt aus dem Weg. Hier, Untotenpfeil. Pfeil des Untotentöters. Let's go. Kritischer Fehlschlag. Natürlich. Was auch sonst. Dann wirf ihn wenigstens runter. Danke. Vorteil 99%. Muss ich dafür... Aha. Achso, das ist rücksichtsloser Angriff. Öl der Präzision, Wyverngift. Ja, ich habe halt nicht so viel Damage, das ist nur 5 bis 16.
I am death. Kannst erstmal durchatmen, um dich zu heilen. Das sieht, glaube ich, nach einer ganz guten Option aus. Und dann hast du noch einen Fernkampfangriff, den du sinnvoll auf den Typ machen kannst. Yes. Na ja, gut. Karlach. Wir versuchen es. Komm schon, hau ihn weg. Du hast noch 3 HP, das schaffst du schon. Ja, der heilt sich, die Sau. Bei deinem Schaden. Moment mal, was hast denn du für ein Damage? Maximal 15 hat, bewirkt er zusätzlich 1 bis 4 Schaden. 1 HP, ne? Ein fucking HP. So, du hast mehr HP als Karlach. Versuch mal irgendwie abzulenken, keine Ahnung. Oh. Ist natürlich noch praktischer. Mein Ziel. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben zwar eine Wiederbelebungsschriftrolle gebraucht, aber holy moly war das knapp. Durger Gegengift, okay, ja. Axt des Vertilgers. Geißel ist ungeziefert. Was bewirkt 1 bis 6 zu den Schaden bei Pflanzen, Insekten und kleinen Kreaturen? Alles nehmen. Zweihandaxt, Wurfspeer, Bronzering, Fisch, Stück Käse. Ich würde sagen, wir machen erstmal Lager. Ich wollte sogar eine lange Rast machen. Ja. Was? Magier von Tiefwasser. Unterreich. Besiege die Durga-Eindringlinge. Wir haben die Bürger besiegt. Der Souverän wird erfreut sein. Rette die Gnome aus der Gymschmiede. Clan will, dass wir ihre Leute helfen, gefangen gehalten werden. Räche Gluts Zirkel. Wir haben die Trüger besiegt. Glut wird zufrieden sein. Die Elementschmiede. Rüstungsstück gefunden, der den Stand der Elementschmiede verrät. Sucht das Nachtlied. Der Spur, was? Erkundet das Unterreich. Spur verliert sich im Unterreich, wo es Nachtlied. Goblin-Lagers gelöst und ein Geheimgang aufgedeckt, der in den Untergrund führt. Magier von Tiefwasser. Gaze hat sich wieder verschlimmert. Wir müssen mit ihrem dritten magischen Gegenstand schlagen. Achso. Ja, da haben wir aber jetzt ein paar. Wo war denn Gale? Slurpy Slurp? Wo bist du? Du bist hier oben. Ich habe gar nicht mit dir geredet. Es wundert mich, dass ich das schon erfahre. I've been dreaming of our enigmatic visitor again. She told me our purpose was to take on this cult of the absolute, to infiltrate its ranks and bring it down from the inside. Na, du auch, okay. She even offered me greater powers, the result of some manipulation of the Tadpole's psionic abilities. Ich finde das, glaube ich, gar nicht. What we're up against, I see no harm in considering the benefit this offer might afford us. Nee. Could be the only way to reach this source in one piece. Ich glaube, es gibt auch einen anderen Weg. Teil des Problems kann lösen. Wir dürfen nicht auf sie oder ihre Mächte verlassen. Absolut. Der Blut befleckt dieses Land. Wir müssen ihr den Chaos machen und alle Mittel einsetzen. Das werden wir sehen. Ich traue den Absichten der Traumbesucher noch immer nicht. Nee, die ist ein Teil des Problems, denke ich. The vigor with which you uphold your principles. But I would remind you that the evils of the absolute are far greater than any moral compromise we might make by using our tadpole's full potential. Your confidence in our existing capabilities is quite relevant. Stark genug. Perhaps that spirited enthusiasm will be strength enough to subdue the cult when the time comes. Ja, schaffen wir schon. Ich bin ja ein Täuscher. Krieg ich hin. Bin Halbling. Ich habe magische Artefakte. That is most gratifying to hear. May I? Ja, ein magisches Artefakt geben. Und was geben wir ihm? Wahrscheinlich das mit Wurfangriffen und ja, dem improvisierten Shit. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Wir ihm das geben. Ja, geben wir ihm das. Weil so cool sieht das nicht aus. Thank you. Das ist ein stärkeres diesmal. Das müsste ihn eigentlich ein bisschen mehr entspannen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Good gods. It hardly has any effect. A
Mistra, have mercy on us. Ist wohl wurscht. Listen, I need to speak to you, to all of you. It would be unconscionable of me to remain silent. Okay. Okay, seid unterfroren. Let's go. Was ist das Problem? You have to know who I really am. What I am is a walking shadow of the promise I once held. I'm what one might call a wizard prodigy. And from an early age could not only control the weave, but compose it. Much like a musician or a poet. Hmm. Such was my skill that it earned me the attention of the mother of magic herself. The Lady of Mysteries. The goddess Mistra. Okay. She revealed herself to me and she became my teacher. In time she became my muse. What? And later even my lover. Du hast mit einer Göttin geschlafen? Holy shit! Jo, das ist genau meine Frage. We enjoyed each other's company. Body, mind. Ich dachte nicht, dass Götter einen Körper haben. But even so, I desired more. You see, no matter how powerful a wizard we mortals can become, we never scratch more than the surface of the weave. Hmm. Mistra keeps us in check. There are boundaries she doesn't let us cross. Yet, every time I was with her, I stood on the precipice, gazing into the wonders that lay beyond. I sought to cross her boundaries. Das mag das Vertrauensbruch und so, ne? In Beziehungen und Geliebte und so. Ich dachte, ihr wüsstet es besser als Mistra. Ihr seid dümmer, als ich dachte. Was? Ich dachte, ihr wüsstet es besser als Mistra? Ihr seid dümmer, als ich dachte? Wie genau habt ihr versucht, die Grenze zu convince her. I pouted. I pleaded. Swore my ambition was only to serve her better. She only smiled and told me to be contented. But inconceivable as it seems to me now, I shared a bed with a goddess. And yet I wasn't satisfied. So I sought to prove myself worthy to her instead. Das ist eine schlechte Idee. The crux of my folly. Shall I share the story behind it, or would you rather head straight to its sordid finale? Nö, ich hätte schon die ganze Geschichte gerne. Wir sind eben gerade am Rasten. Erzählt mir alles. Very well. Here goes. Once upon a very long time ago, a mighty lord lived in a tower. A flying tower, to be precise. Hmm. I'll save his history for another time, but the gist of it is that he sought to usurp the goddess of magic so that he could become a god himself. Okay, jemand wie du also. Managed, but not quite. And his entire empire, Netheril, came crashing down around him as he turned to stone. Hmm. The magic that was unleashed that day was phenomenal. Roiling like the prime chaos that outdates creation. Okay. Even the weave itself could not withstand the onslaught. Fractured. Bist du derjenige gewesen? All magic was lost to the mortal realms until the day. Ah nee, das war also vor deiner Zeit. She restored the weave, reuniting all its scattered shards. Or so I thought. Until, in the course of my studies, I learned of a book. A Netherese tome in which a piece of the fractured weave had been sealed beyond. Okay. Reach. What if? Und du bist jetzt mit dem kaputten Gewebe in Berührung gekommen. After all this time, I could return this lost part of herself to the goddess. Blumen und Schokolade habt ihr wohl ausgeschlossen. Finde ich eine gute Variante. My gestures can never be grand enough. I was certain that this deed of raw power, draped in romance, would convince Mistra to take me by the hand and welcome me into her hitherto forbidden domains. I was mistaken. Sie war wahrscheinlich sauer. I obtained the fabled book and took it into my study. As for what happened next. Oder. Here. Place your hand over my heart. Let me show you. Ich finde cool, dass sie sich hinhockt, weil ich ein Halbling bin. You feel the tadpole quiver as you realize Gale is letting you in. Into the dark. You see through Gale's eyes, staring down the corridors of a dread memory. A book bound and suddenly opened. Inside there are no pages, only a swirling mass of blackest weave. Ew. Pounces. Its teeth, its claws, its unstoppable.
that digs through and becomes part of you. And gods, is it ever hungry. Nett, weil das Buch in sich und füttert das, was da drin war, mit anderen magischen Gegenständen, damit das Buch ihn nicht auffrisst. Thankfully, the moment I absorbed the fragment wasn't enough to kill me outright. It was only the beginning. This Netherese blight, this orb, for lack of a better word, is balled up inside my chest. And it needs to be fed. As long as I absorb traces of the weave from potent enough sources, remains quiet. Were it ever to fully destabilize, however. Wird er verschlungen wahrscheinlich und wahrscheinlich eben auch ein paar Sachen, die außen drumrum sind. So wie wir, weil wir jetzt mit ihm mitreisen. Ihr werdet sterben. Rather worse, actually. I will erupt. I don't know the exact magnitude of the eruption, but given my studies of Netherese magic, I'd say even a fragment as small as the one I carry. It'd level a city the size of Waterdeep. Das ist natürlich ein bisschen heftig. Habt ihr je überlegt, was geschieht, wenn die Larve euch übermannt? Können wir nichts tun? My chance upon a king's collection of magical artifacts around the corner? We might cross paths with a miracle round the bend. Then again, we might not. All of this, it must feel like a betrayal. Say the word, and we'll part ways. Ach, weiß ich nicht. Das wird doch nicht besser, nur weil du woanders bist. Wenn wir uns trennen, wohin würdet ihr gehen? Wenn wir uns trennen, wohin würdet ihr gehen? Once I step out of the protective aura of the artifact, it wouldn't be long before the absolute overtakes me. I'd never let that happen, so I'd aim for a swift end. I would consume some midnight tears and venture as deep into the Underdark as I possibly could, till they cloud my eyes forever. Bis es dann Boom macht dort unten. To make it to a mind flare colony, so that when the orb erupts, one loud, last song of vengeance would reverberate through the dark. Wouldn't be a heroic end, but coarsely poetic. Schon ein bisschen heldenhaft. Märtyrer halt. Ich glaube, ich behalte ihn. Wir werden schon gemeinsam machen. A great relief. Oh, a great relief indeed. You truly are a soul that steals my own. From all my new rallied heart, I thank you. I thank you all. I understand if you stand against me. I'm humbled if you stand with me. Either way, I will do my best not to let you down. Dankeschön. I stand at a precipice. But if you do not give up hope, neither shall I. I'll fight. I'll resist as long as I can. Now. Even I am tired of the sound of my own voice. Let us venture forth. Ist schon okay, Gael. Du hast das Herz im rechten Fleck. Moment, wir können handeln. Fate spins along as it should. Du bist ein Händler? Dost thou require a new ally? Or mayhaps a resurrection instead? Können wir über die Klasse zu erwähnen? Oh, Entschuldigung. Weggehen. Nee, du bist angeblich ein Händler, aber ich kann mit dir nicht handeln. Das ist ein bisschen schräg. Was geht eigentlich bei dir ab? Wie geht's denn dir so? I had another dream last night. The visitor came to me and ordered me to penetrate the heart of the very cult. Ja, das hatte ich auch. It gave me a tadpole gift too. Just like it did the first time it appeared. I suppose it hoped this would help. At first, I thought we should avoid these gifts, no matter what advantage we gain. Oh nein. And yet, I can't help recall the words of my father. The best plan is the one that works. These powers could be enough to edge us towards victory. Wir brauchen die Kräfte, um ihn kurz zu infiltrieren. Dieser Plan, dass es der Plan, der aufgeht. Wenn es nur irgendwie geht, würde ich die Kräfte gern vermeiden. Ich halte sie für eine Falle. Then we do well to walk around it. Use these powers sparingly, if you must use them at all.
Ich habe die kaum genutzt, glaube ich. Außer mit der Interaktion mit diesen ganzen Gerätschaften am Anfang. Ich fühle mich an den Teufel. It's said that anyone who bathes in the river of blood emerges as one born anew. It's a lot like that, I imagine. I feel the weight of these horns on my head, curling upwards like a mammoth's tusks. I feel these ridges snaking down my neck. Not to mention a few bumps and prongs in unmentionable places. But I haven't seen my reflection just yet. Be my mirror. What do you see? Ein ziemlich attraktiven Teufel, wenn ich so sagen darf. Ein Monster bei den Göttern. Also ich sehe die Klinge der Grenzen, nicht mehr, nicht weniger. Ein Unhold, der von den Höllen berührt wurde. Ich weiß nicht, was ich davon halten sollte. Ein Unhold würde ich jetzt nicht sagen. Ein Unhold ist ein bisschen zu viel. Jemand, der von den Höllen berührt wurde, schon. Und ich weiß auch nicht genau, was ich davon halten soll. Das stimmt auch. Ich sehe die Klinge der Grenzen, nicht mehr, nicht weniger. Einen ziemlich attraktiven Teufel, wenn ich so sagen darf. Attraktiv ist auf jeden Fall für mich nicht. Dann nehme ich halt die Klinge der Grenzen. It's because you know the heart lurking under the horns. The people will see a curiosity. Maybe even a beast hungry for their souls. But I will slay their monsters. Keep them safe. And one day they will see the blade of frontiers again. Irgendwann. Sympathy for the Devil von den Rolling Stones. So, mit ihm gesprochen. Mit Gale haben wir gesprochen. Was geht denn bei dir ab? So, wir gestorben und wiederbelebt. Wie fühlt sich das an? Dream. Another order from that dubious visitor. It announced that we will find the answers we seek in the absolute cultist's lair. And offered another generous gift. A persuasive creature. It tempts us with power, expresses its admiration, its adoration. Yeah. Avert your eyes whenever it appears, and do not avail yourself of this new power, no matter how alluring. Ah, you're nicht. You've no idea what damage it could do to us, how far into illithid madness it could drag us. Was ist denn jetzt los? Warum? Körper, krieg dich mal wieder ein. Hab eine gute Idee, Moment. Also ich bleib da, keine Angst. So. Jetzt sind wir jetzt am Stehen. Bisschen bewegen. Wir können diese Fähigkeit nutzen, um Kultisten zu manipulieren. Wir wären dumm, sie zurückzuweisen. Ich glaube, die Traumgestalt hatte recht. Wenn wir diese Kultisten folgen, finden wir die Quelle unserer Larven. Ich werde diese Macht meiden. Well chosen. Battles are won with swords, not mind games born of. Ja, das. Also. And there will come a battle. Gedankentricks kann man schon machen. That I'm most certain. The one truth that fell out of the dream figure's cankered lips. Eine Krippe der einzige Weg sein, ich muss oft an Träume denken. Meint ihr, die Seltsamgestalt kehrt zurück? It is a certainty. I had assumed our parasites served a Geich Elder. But I believe they serve a greater master still. Ugh. Noch höher. Ein höherer Meister. Älteste klingt nach einer erstrebenswerten Begegnung. Nicht eine erstrebenswerte absolute, ist der Meister, da bin ich sicher. Klingt nicht nach einer erstrebenswerten Begegnung. It lives without body, without armor, save the brine pool it inhabits. To split one apart is a Githyanki's great pleasure. Okay. To die to its mind blast, a Githyanki's dread. Many would nigh lose their minds just to. Warum seid ihr eigentlich irgendwie so? Even, well, most would and have. Warum seid ihr eigentlich so interdimensionale Jäger von Gedankenbums? So, hallo Schattenherz, wie geht's denn dir so mit deinem 1 HP? I had another dream. Okay, die hatten jetzt alle einen Traum. I suppose means you did as well. Ja. Whoever's reaching out to us truly does seem opposed to the absolute. But
wants us to embrace the tadpole. Venture right into the heart of the cult. Perhaps we truly have a secret protector. Or we're walking into a trap. Ich hab's Gefühl, es ist eine Trap. Warum hat ihr Schmerzen? Ihr und ich, zwischen uns nichts Besonderes, glaube ich. Ich möchte darüber reden, ich über alles reden, was widerfahren ist. Very serious of you. But go ahead. Gibt so eine Beziehung wie diese habe ich noch nie gehabt. Even if I could remember, I'm not sure I'd tell you. I don't want your ego to get overinflated. Okay. Weggehen. You know, I've been thinking, and I think there's something I should tell you. Okay. Nothing big or terrible, just a small little detail about me that hasn't come up naturally. Yeah. It's just that I happen to be a, what's the best way to put this? A vampire. Mm-hmm. Und wann hast du Blut getrunken? Du bist ja doch die ganze Zeit in der Sonne gewesen. And by rights, I should be cinders, blowing in the wind. But something's protecting me. The same something okay. Kept us from turning into mind flayers, no doubt. Dein Wächter kann dich vor Sonne schützen. What matters is, everything's out in the open now. Because we trust each other. Was sagt denn ihr so? Also, ihn komplett rausschmeißen würde ich eigentlich ungern. Aber so wirklich vertrauen? Aber ich habe das Gefühl, das mag er nicht, wenn ich ihm sage, ey, ich vertraue dir einfach nicht. Das könnte jetzt böse aufstoßen, jetzt wo mir gerade gesagt wird, dass er ein Vampir ist. Wenn ich jetzt sage, vertrauen, eher nicht so. Eher gar nicht so. Oder halt, wir gehören zusammen, wir brauchen einander. Das ist halt auf jeden Fall der safe Weg, weil dann bleibt er auf jeden Fall in der Gruppe. Bei zwei bin ich mir echt nicht sicher, wie er reagiert. Das ist aber auch der interessante Punkt, oder? Komm, wir nehmen jeden mal zwei. Gib ihm Blut, ich habe keine Ahnung. Ich vertraue euch grundsätzlich, ich vertraue euch ganz und gar nicht grundsätzlich nicht. Well, I suppose I can't fault you there. Trust, I don't want to be torn apart and reborn a mind flayer then. Das, because this arrangement is my best chance to avoid that. Das glaube ich ihm sogar. Also gut, ihr habt nur eine Chance, Vampir, vermasselt sie und ihr seid Geschichte, verlasst meine Gruppe. Das glaube ich euch. Then that will do. Now, was there anything else? Nö. Ich mache nur mal so die Stippvisite bei allen, die ich so letzte Zeit nicht gemacht habe. Kalach, das ist auch ein Traum, vermute ich, oder? Another visit from the Golden Paladin. It said we'll get the answers we need about the tadpole if we infiltrate the cult. Das riecht nach einer Falle. Ich glaube nicht, dass wir überhaupt diese Traumbesuche einlassen sollten. Agreed. A bit of shiny armor doesn't impress me that much. I don't want to get taken in by a pretty offer and pay the price later on. So, vor allem, weil sie gerade so mit Paladin hat, sie ja eh Probleme. Mit dir habe ich geredet. Fehlt noch jemand? Nee. Dann habe ich doch mit allen geredet, ne, die wir haben. Volo ist nicht mehr da. Volo ist abgehauen. What? Okay. Der hat sich verzogen, indem ich gesagt habe, hey, hör mal auf, in meinem Kopf rumzustochern. Das ist ja irgendwie unangenehm. Ja gut. Lange Rast. Auto auswählen. Das klappt hier wieder nicht, ne? Wir brauchen das dann zum Beispiel nicht. Wir brauchen das nicht. Und dann passt es genau. Doggo. Du meinst, wir sollten mit Doggo reden? Bist du ein Backseat-Game hier, mein lieber John? Ich hätte nicht gedacht, dass Doggo uns noch was Neues erzählt. Ich dachte nur, ich kann wieder mit dem. Hope you're keeping well, friend. Ja. Also können ihn streicheln, ja. Ist jetzt nicht ganz so wichtig. Aus meiner Sicht.
Und warum du ausgewählt wirst, ist mir unklar, wenn das auch so reicht. You don't sleep well, flitting between dreams and nightmares. Maybe you wake up because you know something is wrong. Or maybe you just get lucky. Ich bin Halbling, bei mir ist immer Glück. Oh, hallihallo. No, no, it's not what it looks like. I swear. I wasn't going to hurt you. I just needed, well... I'm in danger. There in the dim firelight, you see him for what he really is. A vampire, a slave to sanguine hunger. Nagemann wirft dir einen Pflock schnappen, um dich auf das Monster zu stürzen. Das wäre eine absolute Katastrophe für mich, weil ich Stärke echt beschissen bin. Wann habt ihr das letzte Mal getötet? Diese Woche gestern. Die Jäger im Sumpf hatte recht, seid ein Vampirbrot. Wann habt ihr das letzte Mal getötet? Diese Woche gestern. Well, not for food. I feed on animals. Boars. Deer. Kobolds. Whatever I can get. But it's not enough. Not if I have to fight. Du kämpfst gar nicht! Halt die Pappen! If I just had a little blood, I could think clearer. Fight better. Please. In seinen Geist eindringen, nach der Wahrheit suchen? Nee. Mir egal, wie viel ihr braucht, ihr werdet mein Blut nicht trinken. Warum habt ihr mir das nicht gesagt? At best, I was sure you'd say no. More likely, you'd ram a stake through my ribs. No. I needed you to trust me. And you can trust me. Ooh, you can trust me. Aber ich traue, ihr wollt mich beißen. Ja gut, aber... Beißen ohne mein Einverständnis, das ist der wichtige Punkt hier. Because we don't have a choice. Not if we're going to save ourselves from these worms. I need you alive. You need me strong. Ich hab dich zwar noch nie irgendwie eingesetzt. Only be a taste, I swear. I'll be well, you'll be fine. And everything can go back to normal. Wo sind eigentlich alle anderen, die normalerweise hier pennen? Kein Tropfen mehr, als ihr braucht. Really? Von mir aus. Of course. Not one drop more. Let's make ourselves comfortable, shall we? It's like a shard of ice into your neck. A quick, sharp pain that fades to throbbing numbness. Your breath catches. Ich bin ein Halbling, ja, trink nicht so viel. Ich hab nicht so viel Blut in meinem Körper. Überzeugen, das ist genug. Ihn abwehren, Nahkampfangriff, den Flock packen und ins Herz schlagen. Ihn fortfahren lassen. Losing yourself. You can feel your blood racing, coursing through both your bodies. Die Abmachung war nicht mehr, als du brauchst, ne? Blut durch eure beiden Körper. Ein sanfter Taube breitet sich in dir aus. Der ist zu viel! Dead. Der ist natürlich ein bisschen rippy, ne? Inspiration einsetzen? Inspiration einsetzen, it is. Versuchen wir es nochmal. Wir haben fast eine 50-50 Chance. Wow. Wow. Of course. Ich hab dir sogar einen Tropf für. Swept up in the moment. Dankeschön, dass du mich nicht komplett ausgesaugt hast. But it worked. I feel good. Strong. Happy. Ja. Ja, du bist beide umgebracht. But I didn't. And that's what matters. Das war knapp. You've gained.
Together, we can take on the world. Wenn ihr es nochmal versucht, halbiere ich euch. It won't happen again. You have my word. Now, if you'll excuse me, you're invigorating, but I need something more filling. What? This is a gift, you know. I won't forget it. Na, hoffentlich. He stalks off, stronger, more confident, ready to hunt. Okay, geht jetzt Goblins jagen oder was? Holy moly, ey. Das ist der Teddy. Habt ihr den gesehen? Der Lied steht immer noch hier rum. Okay. Blutleer. Führt etwa minus 1 auf Angriffs- und Rettungswürfe und die meisten Attributswürfe. Etwas wirr an. Ja, geil. Lager verlassen. Aber das wird schon klappen. Minus 1 auf alles haben wir jetzt. Leer, leer. Wiederbelebte Leiche. Ist nichts drin. Moment, wir können mit dir reden jetzt hier, Mr. The tumor is excised. The Dwager are dead. Yes, we did. Here I break ground. From the dark will a mighty circle rise. Also, ich werde dich später nochmal wieder treffen. My song will fill the grotto. Da bin ich gespannt. The grotto may sustain but one sovereign. Uh-oh. In the age of glut, there may be no spore. Oh. The other sovereign. Der andere Sovereign ist übrigens eigentlich nur die Lautschrift für Spore. Im Englischen. Spore. Ist mir gerade so aufgefallen. Ihr stellt euch gegen Spore, der euch Unterschlupf gewährt hat. Wenn ihr mich dafür bezahlt, warum nicht? Spores Zeit ist vorbei. Ich halte mich raus. So wild auf Blut seid, Glut, dann gebe ich euch Blut. Wait. Das ist wahrscheinlich der Angriff. Warum gegen ihn? Warum hat er das verdient? Du heißt Todmacher. I sang to Spore for help, yet it cowered in the grotto and let my people be slaughtered. Choose. Aber du hast ja schon auch nicht viel gemacht, oder? Help me grow a mighty circle and reap the reward. Okay. Das Problem ist ein bisschen, dass der andere sich mehr raushält aus den Angelegenheiten der Welt. As it waits for the circle of glut to devour it. Okay. Ich habe das Gefühl, der ist ein bisschen der Stumpfsinnige, sind wir jetzt mal ehrlich. Also der ist jetzt nicht gerade der geschliffenste Edelstein in der Grotte hier. Das Problem ist, der andere hat Ahnung, wie das mit dem Psychobums funktioniert. Ich glaube, der andere kann uns mehr helfen, diese Larve unter Kontrolle zu kriegen. Und vor allem auch die Magie wegzukriegen. Gleichzeitig ist der aber jemand, der, glaube ich, sehr, sehr aggressiv wird. Also vielleicht unterstützt einfach dieses rot-schwarze Farbthema das Ding. Genau, der andere ist vor allen Dingen halt sehr neutral. Eigentlich nicht, nee. Ich glaube, ich würde ihn das... Nee. Ich halte mich da raus. It is my right. It is my right. Its delicate harmonies turn to scrapes and scratches. Your corpse will birth my circle. Dann hat sich das sowieso erledigt. Habe ich so das Gefühl. Hallo. Initiative, ja. Stehst mitten in meinen Leuten drin. Das ist relativ praktisch. Sind wir ehrlich? Dissonantes Flüstern. Verängstigt eine Kreatur, sie ist dann einfacher zu treffen und kann sich nicht bewegen. 65%. 36%. Dissonantes Flüstern, it is. Verängstigt. Sehr schön. Lazel, du kannst es vielleicht zuerst, dann kannst du sie nämlich fesseln. Ah, nicht so wahnsinnig zuverlässig. Nö,
gar nicht zuverlässig. Schade. Aber wir können trotzdem noch Blutung. Blutung hat auch nicht funktioniert. Wie viel? Du hast ja gar nicht so viel HP. Ganz entspannt. Nimm mal deine Nahkampfwaffe, bitte raus. Und ich würde sagen, das ist, nee, nicht spurloses Gehen, sondern hier Abbild beschwören. Hier drüben irgendwo. So, damit wir im Vorteil sind. Und jetzt hast du leider keine Aktion mehr. Er ist verängstigt. Belebe Spuren der Novizen. Ach nee. Spuren der Hast. Wächter, es ist. Du wirst von hinten geknüppelt dafür. Du wirst von hinten geknüppelt dafür. Oh yes. Oh yes. Wobei, brauchen wir halt nicht. Ich glaube, wir kriegen ihn einfach so hin. Kritischer Treffer. Aber ist immun gegen Bluten. Okay. So, da brauche ich aber eine kurze Rast, glaube ich, für mich wieder aufzuladen, ne? So, du bist auffällig. Ja, du bist verängstigt jetzt. Hier. Eldritch Blast! Fehlschlag. Schade. Du hast keinen Vorteil. Das ist ja gemein. Kritischer Fehlschlag. Knüppel sehen! Ach komm schon. Knüppel sehen! Ist immer noch verängstigt. Beleben Spuren auf Gech. Wir sitzen halt hier genau in. Dass ich ja nachher mit den kämpfen muss, ist ein bisschen beschissen, sind wir ehrlich. Und dass du nicht triffst, ist doppelt doof. Oh, der trifft aber auch nicht. Huf! Oh Gott. Wie oft darf der angreifen? 88%. Okay. Wie kann ich mich jetzt hier draufstellen? Ich will den da wegschubsen. Wegschubsen. Nein, natürlich. Hier, 91%. Batz! Oh, komm schon. Athletisch fehlgeschlagen. Das ist doch fies. Nehmen wir das mal alles hier. Wir looten das mal. Zug beenden. Zug beenden. Da bin ich halt im Nachteil, ne, jetzt. Nebelschrittet ist, I guess. Um abzuhauen. Boom! Reingekracht. So, kann ich dich noch irgendwie. Nein, nicht dich sprengen, schubsen. 45%. Try it. Schade. War halt ja eh eine Free Action. Erschüttert ist er auch nicht. Schade. Moment, wir haben noch eine Action. Ich glaube, ich eine zweite Action hier. Dann hau ihn einfach nochmal ins Gesicht. Also wegen Spuren der Hast haben wir eine Action mehr, ne? Weil wir da auch drin stehen, kann das sein. Also zumindest manche sind davon betroffen. Willst du ihn schubsen? 70%, komm schon. Geh doch. Ist in einem Abgrund gestorben. Okay. Das ist doch nett. Du hast keine Spuren. Da hast du mir, jetzt habe ich die Spuren, da hast du. Dankeschön. Sehr, sehr angenehm. Könnte ich schubsen? Zu schwer zum Stoßen. Ach, dammit. Rücksichtsloser Angriff, das ist. Und wir könnten nochmal angreifen. Greife aber nochmal an. So. Dich darf ich eh nicht bewegen. Weiß nicht, wozu ich dich überhaupt auswählen darf. Wenn ich in die Spuren der Hast reinlaufe, kriege ich doch noch ein. Haha! Noch eine Runde. Bam!
Okay, du kommst jetzt nicht mehr ran. Das ist doch ein Zaubertrick hier, heilige Flamme, let's go. Nope. Ich meine, ich habe jetzt eigentlich immer zwei Züge, oder? Oder auch nicht. Wahrscheinlich nur, wenn es das erste Mal trifft. Wächter! Nice. Ja, nochmal looten. Looten darf ich den? Achso, habe ich den schon gelootet. Ja, stimmt, da war was. Gut. Hat sich halt geklärt, was Glut wohl getan hat. Hier gibt es noch einen erschlagenen Draugr. Nehmen wir das Gold mit. Hier ist noch ein hingerichteter Tiefengnom. Chromatische Kugel. Was? Nicht erreichbar. Warum ist das dann als interagierbares Objekt markiert? Lurgan hier. Hier. Aufheben wird mich zu schwer machen. Ja, Karl, lach halt, ne? Karl Lach trägt den ganzen Scheiß für mich. Finde ich gut. Finde ich gut. Ich bräuchte mein Licht wieder. Danke. Hier in der Ecke ist nichts mehr. Die Leiche habe ich nicht gelootet. Oh. Das war sowieso egal. Huch, Kamera. Müssen wir hier runtergehen, glaube ich. Wieso kommt jetzt ein Auto speichern? What creatures live in waters this dark? Fischkopf. Blaukappe. Noch ein Getöteter. Jetzt könnte ich das Boot nehmen, um, glaube ich, weiter zu segeln. Ich glaube, ich will erst mal mit den Leuten wieder reden. Don't mind if I do. Don't mind if I do. Und hier gibt es auch noch ein Tagebuch. Ich möchte nicht mit dir reden, ich möchte das Tagebuch lesen. Haben Eisenfuß mit einem Fest überrascht. Keine Ahnung, wie dieser Idiot 150 werden konnte, aber ein Fest ist es sicher wert. Als er den Feuerschnaps sah, den wir gebrannt hatten, brach er in Tränen aus. Das ist die Wahrheit. Ich habe nur einen Becher von dem Zeug getrunken und spüre meine Zunge nicht mehr. Der Armleuchter hat das ganze Fass geleert. Mir ist es schleierhaft, wie er zur nächsten Schicht geschafft hat. Myrna behauptet, ihn im Wagen zu brauchen, um Inventar zu bewachen. Die Höhlenwärterin tat, als höre sie das Schnarchen nicht. Hat der Taugenichts ein Glück, dass ihr Herz so weich ist. Ich sollte schlafen, soeben wurden Übungsschaufeln und Picken für die Jugend bestellt. Und ich muss das Zurückholz noch schlagen. Wo bleibt bloß die Zeit? Okay. Gibt auch ein blutverschmiertes Logbuch. Brief mit Wasserschäden. Gibt es eine Schaufel? Lesel, du hast Schaufeldienst. Ein Knüppel, ein Heiltrank. Schattenherz, du hast keine Heiltränke mehr, habe ich gehört. Durga. Noch ein Durga. Noch ein Durga. So, dann gucken wir uns mal die... Huch! Wahrnehmung geschafft. Geflickte Tasche. An der ist irgendwas Besonderes. Oh, Elixier der Wachsamkeit. Mächtiges Elixier der arkanen Kultivierung. Du erhältst einen zusätzlichen Zauberplatz des zweiten Grades. Ersetzt bei Konsum die Effekte anderer Elixiere. Wie lange hält denn das an? Und vor allen Dingen, als Hexenmeister kriege ich dann einfach irgendeinen Zauberplatz? Oder... Okay. Ach, da ist viel drin gewesen. Holy shit. Den Brief mit Wasserflecken lesen. Ein Brief mit Wasserflecken, der dem Empfänger anfleht, am anderen Ufer des Schwarzsees vorsichtig zu sein, dass sie dort Durga aufhalten sollen. Okay. Nee, nicht lesen, aufheben. Ein Tierkadaver. Oh, ein Portal.
Lazulit. Ja. Mit dem können wir doch da zum Baum wieder zurück. Da müssen wir jetzt hier hin. Bescheid sagen. Mission vollbracht. Let's go. Mal sehen, was die arkanen Sachen sind, die er uns verraten will. Beziehungssporen. Achso, ja, die haben wir hier alle. Tulla? I'm coming along. Just not fast enough. Ich habe die euch gejagt haben. I'm almost sorry to hear it. I hope to have the pleasure myself. There's plenty more guarding my people, but I'd say you've made a fine start. Okay. Gut. Hallo, Herr Spore. It greets you with a harrowing elegy, cheerless as the new moon. Durga sind tot, die Fäulnis wurde beseitigt. Ihr habt das Wesen, wenn es klug so ist, wollte auch einen Kreis auslöschen. You are one with Spore. Your throat tightens, then relaxes. The air is serene. Your mind ja, der hat uns, unseren Geist geprüft, ob das die Wahrheit ist, ha? Only silence from the Dwergar hunters. Das auch, ja. Is cleansed. The songs we sing now carry your spirit. Verwandte Seele. Be called kin spirit. Woohoo. You aid us in true spirit, kin spirit. In good faith, I thank you. Ja, du hast mir auch eine Belohnung versprochen, ja? Ich will eine Belohnung haben. Guardian Gate is open. Go and claim your reward. But before this, I have another boon to ask of you. You have cut out the Dwergar blight, but not its source. In your mind's eye, Spore shows you a drow striding among Myconid dead. This one is called. He hunted us. Hunt him in turn. Bring me his head. Okay, müssen wir den Zirkel komplett sichern? No, my circle is safe. Do you see? Indulge one demand and it only breeds another. Da ist genau einer gekommen, ja? Nicht drei. Haben wir überhaupt mit drei übersetzt? Ihr habt ja schon einige getötet. Wir sind schon so ein bisschen gierig, oder? Ich hoffe, dass es einfach eine Belohnung gibt. I ask a boon and will give one in return. Nice. The drow lurks in the ruins beyond the lake. Bring him death and return. Aber nur ihm, alle anderen sind wurscht, habe ich das richtig verstanden? Okay, und das Wächtertor ist welches? Ist das das da? Das da, oder? Logischerweise. Komm jetzt durch. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Bloody worthless. How long have you been down here? Think, Balin, think. We'll be clearing out soon enough. You come across a noble stock mushroom about, you give it here. Gods know I've earned it. Ich vermute mal, ich könnte ihn da drin finden, wa? Schriftrolle Unsichtbarkeit. Ich glaube, ich brauche nicht zweimal die Unsichtbarkeitsschriftrolle, oder? Warum stackt die eigentlich nicht? Okay. Aus Gründen stackt die nicht. Trank der Geschwindigkeit auf die Rüstungsklasse, Futter bei Rüstung. Gerade auch Rettungswürfe. Trank der Geschwindigkeit, Elixier der Wachsamkeit. Außerdem kannst du nicht überrascht werden. Ersetzt bei Konsumeffekt andere Elixiere. Elixier des Blutdurstes. Einmal pro Zug. Ich weiß nicht, wie lange halten denn Elixiere? Das wäre schon ziemlich gut zu wissen. Gidjanki-Stiefel. Athletisch plus 1. Athletisch plus 1 ist gar nicht so kacke.
würde ich sagen. Jede Menge Schriftrollen, Schutz vor Gut und Böse. Warum sind die hier oben? Moment, warum gibt es hier... Es gibt ungewöhnliche Schriftrollen und es gibt gewöhnliche Schriftrollen. Okay. Hier haben wir noch einen Ölbecher. Ein bisschen was zu essen. Hey, ich weiß, man kann das wahrscheinlich jemandem optimaler verkaufen, aber... Gibt es jetzt einfach hier eisiger Griff. Und ein Eiskristall. Das könnte man doch kombinieren, oder? Kombinieren, Ben. Aha, kann man wirklich kombinieren. Sollte mal gucken, ob das geht. Mit dem eisigen Griff und dem Eiskristall als Spitze. Sieht ja so ein bisschen danach aus. Ich glaube, das Kurzschwert, der bezahlt ihm echt wenig. Axt des Vertilgers. Kriegsschild des Absoluten. Erhält einen Bonus auf plus 1 auf Rettungswürfe. Ich glaube, ich will das Mal des Absoluten eigentlich nicht haben. Deswegen kann ich das, glaube ich, mal verkaufen. Wenn ihr bald abhaut, will ich hier mehr von euch haben. Das ist ein bisschen die Frage. Springen, Säureschaden extra. Ätzende Ring. Doch, den würde ich, glaube ich, noch nehmen. Da aber schon. Haben wir noch Sachen, die wir hier los... Ja, du hast es gar nicht ausgerüstet. No! Du hast es gar nicht ausgerüstet. Moment, das war doch auch mal ein Amulett, das du nehmen solltest, oder? Schutz vor Gut und Böse. Ich bin so verwirrt, ey. Schriftrolle der Wiedererweckung. Habt ihr noch welche? Nee, du hattest keine, ne? Keine Schriftrolle der Wiedererweckung. Säurefiole. Schleudert eine Säurefiole. Okay. Gedanken wahrnehmen. Streitkolben. Plus 1. Ich glaube, ihr gebt mir gerade relativ wenig für die Sachen. Seid nicht so schmiedisch. Bei Rüstung war die, glaube ich, ganz okay. Jetzt noch Rüstung, die ich loswerden will. Ich glaube, du hast jetzt alles genommen von Dingensbums. Ach komm, wir werden noch die Sachen hier los. Hier sind noch Rüstungssachen. Schweren Kettenpanzer. Nachteil bei Heimlichkeitswürfen. Kampfstab, bei denen ist eh nicht so wichtig, wer es kriegt. Ja. Beistand. Für eine ganze Aktion 5 Trefferpunkte. Boah. We've a shop in Baldur's Gate. The locals go mad for it. Das kennen wir schon. Könnt ihr Baldur's da. Okay, wir mehr erfahren wir von euch nicht. Gut. Dann gehen wir mal hier rein, wa? Schriftrolle Menzo Baran. Schatten von Menzo Baran? Bleiche Leiche. Paarungsritual der Flumps. Onyx, Lazulit, Pegasusfeder, alles klar. Hügelriesenfinger, Holzrinde, frostiges Metall. Einfaches Gift, Drowgift, Lesen. The cover proudly announces this book to be Flumpf Mating Rituals. Das Buch genau untersuchen, Natur überlegen, was du über diesen Titel weißt. Ich würde sagen, das Buch genau untersuchen erstmal. Ja, deswegen haben wir minus 1. Ja, 15 mit plus minus 0 ist natürlich schwierig. Oder auch nicht, also. Wenn man es kann, kann man es halt, ne? The scrutiny proves too much. The lurid text melts away before your eyes. An illusion. What remains are simple instructions written in a spare hand. The secret to forging adamantine. Ooh.
Eine Anleitung, um Adamant zu schmieden. Die Seite, die offenbar von einem Hauptfeuern abgeschrieben wurde, beschreibt den Bau und die Nutzung einer großen Schmiede im Unterreich. Und den Scharjungen weilte der Gnom Silver Yali, dessen Zauberkünste von Kerzenburg bis Sorcera bekannt waren. Unter seiner Anleitung erbauten die Scharjungen die große Schmiede, die Mithra so sehr erhitzen konnte, dass es zu Adamant wurde. Aus diesem unglaublichen Metall konnten die besten Klingen und Rüstung gefertigt werden. Allerdings war nicht die Schmiede selbst, sondern der von ihm aus Magma beschworene Schützer, der Augapfel von Yali. Dieses Konstrukt soll so mächtig gewesen sein, dass keine Klinge und kein Zauber etwas anhaben konnte. Anweisungen zum Betreiben der großen Schmiede sind darunter aufgelistet. Zutaten: rohes Mitralerz in geeignete Gussform. Erz und Gussform in entsprechende Kammern platzieren. Hebel zum Absenken des Hammers ziehen und Erz zum Schmelzen bringen. Ventil öffnen, um Lava in Tiegel fließen zu lassen. Dann erneut Hammer fallen lassen, um Produkt zu schmieden. Again with the adamantine forge. These people need a new hobby. Aber jetzt können wir was probieren. Mit Toten sprechen. Hallo. The corpse regards you lifelessly. Wer seid ihr? Dargrim, Conjurer, Seeker. Wie seid ihr gestorben? With rival summoned spectator. Ah, okay. Deswegen der Kampf. Glory. We search for the adamantine forge. Wir, wer waren die anderen? Dorn, each held knowledge, none would share. Okay. Dann müssen wir Dorn, glaube ich, nochmal wiederbeleben und oder besser befragen im Toten. Was war euer Wissen über die Schmiede? Okay, das haben wir gerade gefunden, wie man das benutzt. Das haben wir auch so hingekriegt. Okay, ich habe 3 Fragen demnach nur. Okay. Mit Toten sprechen. Darf ich jetzt nicht mehr. Okay, schade. Schriftrolle Strahle Übelkeit, Schriftrolle Blindheit, Schatten von Meo Zaran. Was bist du? Wo bist du? Da. Du bist in Schatten gehüllt, Klassenaktionen. Du spürst, wie die Schatten um diese Drow-Kutte ungeduldig darauf warten, dich zu umhüllen und zu verbergen. Die Unsichtbarkeit endet, wenn du angreifst, einen anderen Zauber wirkst, eine Aktion ausführst oder Schatten Schaden erleidest. Ja, das nützt uns gar nicht so viel, weil wir gerade. Wir spielen es nicht als so ein Spiel. Was ist nicht das jetzt für ein Slot? Kann ich gar nicht erkennen. Umhang. Ah, der Umhang-Slot. Ja. Bringt uns, wie gesagt, gar nicht so viel. Ehrlich gesagt. Du hast jetzt gar nichts mehr im Inventar. Deine Sachen hat eigentlich hier die Tante Alchemiebeutel. Das können wir mal Lesel zurückgeben. Reisesack, Lesel zurückgeben. Und einer von den Dingern können wir auch Lesel zurückgeben, dass sie wieder normale Sachen hat. Gleichzeitig wird sie, wenn wir den hier spalten. Das ist irgendwie so, ne? Ja, genau. Nehmen wir das auch nochmal, Lesel. Damit die auch wieder ein bisschen heilen kann. Joa. Das können wir auch. Das ist, glaube ich, auch von Lesel, der Pfeil. Jupp. Nebelschritt ist schon ein ganz cooles Ding. Achso, mit Toten sprechen habe ich jetzt einfach dauerhaft. Okay. Wish I had a bag of holding. Wish I had a bag of holding. Vagabundenklamotten brauchen wir jetzt nicht mitnehmen. Noch ein Judesack.
Elfenschuh mit Holzsohle brauchen wir auch nicht mitnehmen. Hutkappe. Da ist noch ein Rucksack. Falsches Leben. Person festhalten. Was macht denn falsches Leben? 7 temporäre Trefferpunkte. Okay. Ich glaube nach. Ne, nicht nach Neueste, sondern nach Wert habe ich sortiert. Judesack. Warum ist das hier eigentlich überhaupt bei denen im Lager gewesen? Bin ein bisschen irritiert. Hallo? Ich will mit dir reden. Okay, mit dir darf ich nicht reden. Mit dem Sporendiener darf ich nicht quatschen. Ahorntrüffel. Manche davon darf ich nehmen, manche nicht. Sieht ein bisschen aus, als würdet ihr das hier anbauen. Giftiger Mykydurger Sporendiener. Du bist einfach nur im Kreis gelaufen, oder? Speak. Ich wollte nicht mit dir reden. Ich wollte sehen, was hier irgendwie gewürfelt wurde. Verwirrt. Scharfe Schweinewurst. What? What? Warum zum Teufel liegt hier eine Wurst? Oh Mann. So. Ganz entspannt da drüben, ja? Block. Ah, the Mushroom Hunter. Have you made any new discoveries? Wir sind schon so ein bisschen, ja. Weil die hier erst die Durge angegriffen haben. Was wisst ihr über Zeremorphose? Oh, a fascinating topic. May I ask the reason for your interest? Ja, erzählen wir ihm die Geschichte? Sind wir ehrlich? Wir sind eigentlich ein Täuscher. Wir haben jetzt alles zu stecken, Phil. Well, it is the central act of mind flayer reproduction. A tadpole is inserted into a living humanoid, and in 7 days, the host is consumed. In 7 Tagen? A new illithid. Das könnte knapp werden. A fascinating process, if a touch grim. Blog von der Larve erzählen. Okay, dann sehen wir von dem. You were infected by an illithid tadpole. It's a miracle you're still intact. You must be worried sick, but have no fear. I have a friend who may be able to assist. Ooh. Omelium! I hope this is important, Blurg. My Zirkwood samples need constant attention. It is. This adventurer has an illithid tadpole inside his head, but he hasn't turned. No seromorphosis. Oh, what? That's impossible. The fuck? That's intriguing. Are you looking to have it extracted? Geich, your head will make a fine trophy for my queen. Please hold. Rage against my kin. What? One of my brethren forced a tadpole into your eye. Or ear, perhaps? But I assure you, I stand with the Society of Brilliance, not the colonies of my people. Ich bin für Informationen schon dem Erdwüchsbündnis eingehören. Lasst hören. Jo, lasst hören. They infest your head and invade your dreams, and still you would parley. I ask only that you refrain from violence. Es könnte ihr gar nicht gefallen. I respect that your opinion of my kind may be charged. If that settles matters for the time being, would you like a diagnosis? Ja. Open your mind to me. Let us see what lurks within. Den Mind öffnen. Gibt aber auch keine einfache Entscheidung hier. Na gut, komm, wir versuchen es. As the Meloan's mind pierces yours, the tadpole pulses with power. It feels 10 times its size,
alive, awake, almost smug. This is most unusual. The incubation period should be complete, as should your transformation. But the lava is infused with strange magic. It appears to be in some form of stasis. Okay, was, wenn die Stasis beenden, können die Lava entfernen. It appears to be shielded from physical. Okay, das wussten wir schon. And even without the shield, the extraction would involve severe cranial trauma. Ja, super. Also eigentlich werden wir sie nicht los. Das klingt nicht ideal. The process would surely kill you. But not to worry. Should you transform? Ja, super. Dankeschön. Ich erzähle dir mal von dem Gedanken. Fascinating. I have never set foot on one myself. Okay. They were our warships during the greatest eras of the Illithid Empire. We ruled the entire astral plane from their decks. Teleporten und sowas konnte ich. Was lost when the Gith rebelled and ended our dominion. Ah, Gith waren mal die Sklaven der. Oh, das erklärt einiges. Of course. I am sorry I cannot assist you in its. But I have an idea. Okay, das wäre. Perhaps I should start taking notes. There may be a way to bypass that stasis. There are many alchemical substances that can influence the mind. Okay, gehen, was vielleicht mir habt ihr dann im Sinn? Ich dachte, die Stasis sei der Grund, warum ich noch lebe. I do not intend to shatter its protection. I need only bypass the interference that prevents me from communicating with the lava. Okay, was vielleicht mir habt ihr im Sinn? Distilled from a collection of rare mushrooms. They have subtle psionic influence. I would require a fresh tongue of madness and Timusk spores. But be warned, in their natural state, both of these mushrooms can be quite dangerous. Der Kopf Timusks pulsiert. Cause confusion in those that approach them. The tongue is self-explanatory. Hab ich die Zunge schon? Also, wo finde ich diese Pilze? The Underdark, of course. Although they are quite rare. And their discovery perilous. I imagine Lenore would have them in her possession. She served Mystra as a cleric. Lenore? Wer war denn Lenore nochmal? Warum sollte eine Klerikerin gefährliche Pilze besitzen? She is quite fond of her garden. Lenore has always been a lonely sort. Nature was her only companion. Okay. I offered her the chance to join the society, but she refused. Her experiments on Sousa bark took priority. Okay. Na gut, ich komme wieder, sobald ich die Pilze habe. May your travels be safe and swift. Ganz so einfach war es also nicht. Wir sollten vielleicht darauf verzichten, Lazelle mitzunehmen. Welcome demnächst. Back. Have you made any new discoveries? Vielleicht. I do enjoy a good bargain. If anything in my private collection is to your liking. Bla 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 bla. So, das wollen wir behalten. Die Yankee-Stiefel, ja, die werden jetzt auch verkauft. Weg damit. Das macht überhaupt keinen Unterschied, wem ich die verkaufe, glaube ich. Welche Mistenfeuer, Flaschen mit Sporen der Hast. Bewegungsrate, schwieriges Gelände nicht beeinflusst, senkender Strahl, wäre ganz geil. Grenzphilosophie, Band 4.
Eng beschrieben, wissenschaftliche Band nicht für Genuss oder Vergnügen geschaffen. Nicht für Genuss oder Vergnügen geschaffen, ja, danke. Ja. Der krumme Zauberstab ist irgendwie auch speziell. Very well. Das heißt aber, wir müssen irgendwie wechseln. In unserem Setup. Wir werden also von drei Fernkämpfern auf zwei, drei Nahkämpfern auf zwei gehen, glaube ich. Ich speichere nochmal richtig. Aber das würde ich sagen, können wir das nächste Mal machen. Ich würde es an dieser Stelle für heute dabei belassen.